Ach, David, David, David. Ich Oh will die Folge heute nicht machen. oh. Aber warum denn? Wir haben nicht so ein spannendes Thema, über das wir reden können. Ja, aber ich will nicht immer schlechte Sachen über Sonic sagen. Das Oh ist nein. doof. Das ist wirklich doof. Ha. Können wir die Folge nicht einfach jetzt beenden? Okay, ja. Also danke fürs Zuhören und macht es gut. Bis nächste Woche Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. dann. Nein, Spaß natürlich. Also nur halb Spaß. Also natürlich machen wir jetzt die Folge, aber ich Ah. habe trotzdem keine Lust, immer so negativ über Sonic zu reden. Oh nein. Und naja, heute geht es nämlich um Sonic Prime Staffel 3. Und dazu habe ich eine Meinung, denn Sonic Prime Staffel 3 war definitiv Sonic Prime Staffel 3. Ja. Wow, Ja. okay. Wir sind eigentlich schon fertig mit der Diskussion, ja? Das ist die Staffel aller Zeiten. Die Staffel aller Zeiten. Für immer. Ach ja, aber erst einmal guten Morgen, guten Abend, guten Tag oder auch guten Appetit und herzlich willkommen zurück zum Godder Podcast, eurer wöchentlichen Quelle für Sonic News, Sonic Gossip und alles, was sonst noch zu diesem blauen Igel und seinen nervigen Freunden gehört. Wir, das sind einmal die liebe David, aka Dev. Hallöchen. Und ich, Steven, beziehungsweise Rookie, wir sind von spindash.de und haben diesen Podcast, um über Sonic zu reden. Und irgendwie, wenn ich so an unsere Zeit zurückdenke, ist da sehr oft was Negatives dabei. Ich meine, es ist die Sonic-Franchise, also, Hey, das ist jetzt ein bisschen sehr hart. yep. Aber boah, du weißt, dass Aber es wahr ja, ist. gut. Ja, und wir hoffen natürlich, ihr hattet eine wundervolle Woche. Wir sind jetzt einfach, also ich weiß nicht, wie ich diese Folge einleiten soll, weil ich habe gestern Sonic Prime Staffel 3 geguckt und bin immer noch geschäddert mental. Einfach zersprungen, ja. Oh Gott. Fangen wir doch erstmal anders an. Wir haben am Donnerstag ja wieder gestreamt. Ganz genau. So wie jeden Donnerstag, 20 Uhr, twitch.tv/rookie185. Und da haben wir uns um die Story von, oder die Dark Story von Sonic Adventure 2 gekümmert. Genau, ja. Und das lief halt eine Weile lang echt gut. Also Größtenteils da dann flog halt hier. ein A-Rang nach dem anderen rein und ich war halt so mega happy. Aber dann, oh mein Gott, sind wir gegen Ende oft gestorben. Ja, Also vor allem Final Chase Chase war ein Erlebnis. war ein Erlebnis, ja. Wie Ich viel weiß Gamer was nicht. war es letztendlich? Ich glaube zwei. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich Ja, zähle eins nicht oder mit. zwei. Fair. Ja, aber die Dark Story lief halt sonst, abgesehen davon, halt echt gut. Und dann haben wir noch Sonic getötet und dann waren wir eigentlich durch mit der Dark Story. Ja? Haben es leider nicht mehr geschafft, noch die Hero Story, Quatsch, die Final Story einzuschieben. Genau, ja, das war ein bisschen zu knapp. Aber ich möchte noch einmal an dieser Stelle erwähnen, und jetzt wird es leider wieder negativ: Oh Mad Space ist halt einfach scheiße. oh. Okay, ich glaube, da wird dir kaum jemand widersprechen. Oh, dieses Level. Nee, Ja, einfach einfach nee. nö. Viel zu groß, viel zu unübersichtlich, mit nervigen Planet-Gimmicks und nö. Einfach nö. Kann ich nicht empfehlen. Kann ich nicht Absolut empfehlen. nicht. Aber ansonsten ging die Rouge-Level eigentlich auch relativ gut. Also, Ja, wir sind relativ gut durchgekommen. Equator zum Beispiel hatten wir Ja, sehr, sehr viel genau. Glück. Ja, Quarters, das war halt wirklich so ein Schlüssel, zweiter Schlüssel, dritter Schlüssel, fertig. So, Ja, was? Ich habe das noch kann niemals jemanden gesehen, der das Level so schnell gemacht hat. auch weitaus länger dauern, ja. Und ja, die Eggman-Level, die finde ich halt angenehmer als die Tails-Level. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es ist halt Tinnitus Adventure 2. Ja. Aber ansonsten, weiß ich nicht, es wirkt mit Eggman halt nicht so aufgezwungen alles. Und ich Ja, finde keine auch Ahnung. Eggmans Level besser einfach. Ja, die Gimmicks in Eggmans Level wirken irgendwie einfach, ja, besser. Es ist schwer irgendwie zu beschreiben, aber Eggman wirkt vom Leveldesign ein bisschen durchdachter, als es letztendlich bei Tails der Fall ist. Ja, bei Tails habe ich so echt das Gefühl, kurz vor Release waren die so, oh ja, nee, wir brauchen ja auf der Hero-Seite auch noch irgendwie sowas mit dem Mac. Ja, hier nehmen wir Tails und bastelt mal schnell ein paar Level zusammen, fertig. So wie Sonic Adventure 2 ursprünglich geplant war, klingt das sogar relativ realistisch. Ja, Also das hätte ich gespart. so wirken die Tails-Level halt auf mich, wenn ich die Eggman-Level dagegen halte. Ja. Das ist schon so, Ja, und wir sind natürlich auch Auto gefahren in diesem Spiel.
Ja. Und das war halt wirklich Déjà-vu. I have been in this place before. Und dann, da kam ja auch in der einen Stelle, ich bin ja irgendwie gegen die Wand geknallt und dann kam ja von hinten ein Taxi an und das Taxi war dann einfach, es berührt mich und ist dann so, jeet, und ist durch den Boden gefallen. Ja. Yep. Also die Physik von den Autos in Sonic Adventure 2, auch wenn man jetzt mit Sonic irgendwie durch City Escape rennt. Ja, ist zum das ist wundervoll. So gut. Das ist halt Domino Day vom Feinsten. Ja. Und ja, ansonsten war nichts Nennenswertes, glaube ich, im Stream, was passiert ist, oder? Nicht direkt, also wir haben danach nochmal Canon Score gemacht, eben nachdem wir mit der Dark Story fertig sind, einfach so einen kleinen Übungslauf und auch ein Filmzeichen für nächste Woche dann. Wo ich dann endlich mal beweisen konnte, ja, ich bin nicht scheiße in diesem Spiel. Bitte, ja? Bitte sag das nicht. So sehr kompetent ausgesehen, ja. Und ja, diesen Donnerstag geht es dann weiter mit der Final Story. Genau, großes Finale. Da die halt keine 2,5 Stunden füllen wird, werfen wir danach selbstverständlich wieder Sonic Unleashed ein. Natürlich. Und dann geht es an die Werehog DLC Level. Mhm. Juhu. Yay. Die habe ich tatsächlich, also die habe ich wirklich. Die habe ich einfach noch nie gespielt, wirklich. Ich glaube, ich habe sie damals gespielt, wie der DLC rausgekommen ist. Aber meine Erinnerungen, das ist inzwischen gute 15 Jahre, wenn nicht länger her, dementsprechend. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Ja, also auch bei den Tag-Leveln gibt es ja viele, die ich niemals angefasst hatte vom DLC. Ich habe den DLC ja auch gekauft und war dann so, ja, jetzt habe ich ihn halt. Mhm. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ja, gleichfalls. Mal schauen, was da auf uns zukommen wird. Ja, ich meine, Werk ist komplett aufgelevelt. Also ich denke nicht, dass das super schwer sein wird. Ja. Yep. Aber mal schauen. Ich meine jetzt auch eher im Sinne von, wie viele Saxophon-Solos tauchen wieder auf, um die wunderschöne Intro-Musik zu ruinieren. In schneller Folge. Vor allem im DLC, glaube ich, wird es sicher einige Gegnerhorden entgegenschmeißen. Mm-hmm. Habe ich das Gefühl. Mm-hmm. Danke, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich keinen Bock. Bitte gerne. Ja, und ansonsten streame ich ja gerade noch meine Twilight Princess Hardcore Challenge. Mhm. Wo so tolle Boni drin sind, wie 3 Herzen, nur die Zora-Rüstung, die doppelten Elementarschaden verursacht, Heldenmodus, das heißt doppelter Schaden, keine Herzen spawnen. Der Ganondorf-Amiibo, nochmal doppelter Schaden. Mit dem Ordern, das Spiel mit dem Ordern-Schwert durchspielen, das heißt, ich habe die halbe Angriffskraft. Sobald man das Master-Schwert hat, ist es halt so, das Ordern-Schwert macht halt keinen Damage. Und solche tollen Sachen. Du kannst, glaube ich, auch einfach sagen, du wirst im Grunde von jedem einzelnen Angriff gewonshottet. Ich glaube, das ist akkurat. Nein, nicht von jedem einzelnen Angriff, aber also wirklich nicht, wow. Von vielen. Okay, ja. Also zum Beispiel, oh Gott, das hat richtig, richtig lange gedauert. Im dritten Tempel, der Miniboss. Oh, der Wassertempel, nicht? Ja, genau, der Miniboss, diese riesige Kröte. Mm, yeah. Ich bin da, glaube ich, fast 40 Mal gestorben. Oh, nee. Weil er hat diese kleinen Kaulquappen. Und davon darf ich 3 Treffer kassieren und dann bin ich halt tot. Yeah. Oder die Kröte erwischt mich, während sie auf mich fällt und dann bin ich halt auch tot. Mhm. Also das war, da war ich irgendwann auch richtig frustriert und dann fragt dich das Spiel ja immer, nachdem du Game Over bist, möchtest du weiterspielen oder möchtest du zurück zum Titelscreen? Oh, oh. Und es ist mir einmal passiert, dass ich zum Titelscreen zurück bin. Oh nein. Und in diesem Moment habe ich wirklich den Göttern, an die ich nicht glaube, gedankt, dass ich im Wassertempel tatsächlich gespeichert hatte, weil ich Angst hatte, da ist ein Herzteil in der Truhe, weil dieses Spiel speichert ja nicht. Das speichert ja nirgends. Das ist halt nur manuelles Speichern. Und auch wenn du zum Titelbildschirm zurückgehst, warnt dich das Spiel nicht, dass du seit 18 Stunden nicht gespeichert hast. Wow, okay, ja, das war vor Zeiten des automatischen Speicherns teilweise. Also hätte ich in diesem Tempel nicht einfach aus Angst, dass da ein Herzteil drin ist, gespeichert, hätte ich wirklich 3 Stunden nochmal nachziehen müssen, wahrscheinlich. Oh, also circa 3. Weil ich war halt einfach Ende des 2. Dungeons. Da habe ich angesetzt und dazwischen kommt ja sehr, sehr viel, bis du überhaupt in den Tempel kannst und alles. Also, holy shit, war ich da dankbar, dass ich einfach so paranoid bin, was Herzteile angeht. Mhm. Ja, und falls ihr da zuschauen wollt, das streame ich sehr unregelmäßig. Yay. Also. Yay, diese Woche wird es davon wahrscheinlich keinen Stream geben, sondern erst nächste Woche, weil ich am Wochenende in Hamburg bin. Mhm. Aber ja, gestern Abend hättet ihr mich vermutlich streamen sehen können, weil da werde ich vermutlich gestreamt gehabt haben. Oh. Das ist immer merkwürdig zu sagen, weil für uns ist das in 2 Stunden. Aber ja, gerne einmal folgen und teilen und kommentieren auf twitch.tv/rookie185. Am Donnerstag zocken wir da immer gemeinsam Sonic-Spiele. Ja, ganz genau. Und die könnt ihr euch natürlich auf YouTube auch als VOD dann anschauen.
Da könnt ihr euch auch unseren sehr guten Run eigentlich von den Unleashed DLCs Tagleveln, von den Tagleveln anschauen. Genau, ja. Von vor zwei Wochen. Also das war gut gelaufen eigentlich. Ja, das war gut. Ja, ich habe irgendwie ein bisschen Halskratzen. Tut mir leid, falls ich manchmal ein bisschen mich räuspern muss. So, aber dann würde ich sagen, starten wir doch mal durch mit der Folge, oder? Ja, legen wir los. Wir haben also, ein paar kleinere News zu verarbeiten, bevor es dann Richtung Diskussion geht. Ja, und deswegen rein in den News-Rückblick. Und wir haben uns schon echt Zeug aus den Fingern gezogen, damit wir überhaupt News haben. Weil im Kern gibt es eine berichtenswerte News. Ja, größtenteils. Also, das ist halt schon, bisschen orgwenig, jopp. Aber David, was ist denn die berichtenswerte News? Teil uns das doch mal mit. Natürlich, wie im Vorfeld schon so ein bisschen geteased. Sonic Prime Staffel 3 ist im Grunde da. Yay. Unsere Meinung könnt ihr vermutlich am Titel dieser Folge schon ablesen. Oh nein. Aber ja, erstmal natürlich die News. Wie gesagt, Staffel 3 endlich veröffentlicht. Das große, unter Anführungszeichen, Finale von Sonic Prime. Weil wir wissen ja, ursprünglich sind 24 Folgen angekündigt worden für die Serie. Die ist dann von Netflix hauptsächlich wahrscheinlich so ein bisschen in drei Staffeln geschnippelt worden und über das Jahr verteilt worden. Aber jetzt. Jetzt ist im Grunde der 24-Episoden-Patch für Sonic Prime endlich veröffentlicht. Oder genau und gesagt. Das Finale mit den Anführungszeichen, das merken wir uns auch mal schon mal für später. Ja, genau. Das ist auch ein Stichwort für später. Aber ja, genau gesagt, es sind nicht ganz 24 Folgen geworden, sondern 23 Folgen. Weil mit Staffel 3 haben wir jetzt 7 neue Folgen auf Netflix eben bekommen von Sonic Prime. Und der Grund, warum wir nur 7 Folgen bekommen haben, ist wahrscheinlich die Tatsache, dass Folge 1 damals in Überlänge war. Also da haben sie wahrscheinlich 2 Folgen einfach in eine Folge reingepackt für den Start. Also Folge 1 ist aber nur Spekulation. Also wir haben da keine Bestätigung, das ist nur Spekulation, weil es halt einfach Sinn ergibt. Genau, es ergibt Sinn. Sonic Prime hat die Laufdauer von 24 Folgen, aber es sind halt 23 Folgen, weil es eine Doppelfolge gibt im Grunde. Ja. Das wäre mal meine Theorie, warum wir jetzt nur 7 Folgen gekriegt haben. Aber ganz ehrlich, ist wahrscheinlich eh besser gewesen, dass es nur 7 waren, unter Anführungszeichen. Also sonst hätten sie das irgendwie noch länger gestreckt. Ja, wahrscheinlich. Holy shit. Aber dazu später mehr. Ja, genau. Dazu später mehr. Ich will das nicht. Oh nee. Aber ja, wie gesagt, also Sonic Prime, die 3 Staffeln, die jetzt draußen sind, könnt ihr jederzeit auf Netflix anschauen. Mit einem aktiven Netflix-Abo natürlich. Und ja, könnt ihr gerne machen. Ob uns diese Staffel 3 dann tatsächlich gefallen hat, hust, das hört ihr dann am Ende der Folge. Das hört ihr später, ja, ob sie uns gefallen hat. Schaut in den Folgentitel. Ja, aber ja, auf jeden Fall, Sonic Prime Staffel 3 ist da. Wie es mit der Serie jetzt nach dieser Staffel 3 weitergeht, ist die große Frage natürlich, weil, wie gesagt, die ursprünglich angekündigten 24 Folgen sind jetzt da und dementsprechend weiß man nicht. David, es ist auch okay, dass Serien enden, weißt du? Das ist in Ordnung. Natürlich. Aber weiß man ja nicht. Man muss sich nicht fragen, wie es mit Sonic Prime weitergeht. Man kann akzeptieren, es ist vorbei. Und nach Staffel 3, ehrlicherweise, brauche ich auch nicht mehr. Das, wow. Das kann positiv als auch negativ gemeint sein. Judged mich nicht. Ja, aber wie gesagt, es kann theoretisch sein, dass eine Fortsetzung kommt. Hängt natürlich auch stark davon ab, wie erfolgreich jetzt diese ersten 3 Staffeln für Netflix waren und ob Netflix jetzt von sich aus irgendwie mit einer 4. Staffel weitermachen will. Ist nicht ausgeschlossen, wie gesagt, also ich halte es nicht für unmöglich, aber hören wir natürlich erst, wie es da in der Hinsicht weitergeht. Ja. Da haben wir jetzt noch absolut keine Infos in irgendeiner Form. Weil die Serie an sich ist schon halbwegs relativ abgeschlossen. Halbwegs relativ abgeschlossen. Ja, ich glaube, das beschreibt also relativ gut. Ich glaube, wir haben es heute beide nicht so richtig mit Worten, kann das sein? Naja, das war volle Absicht bei mir. Ich will das nicht. Ich will das einfach nicht. Himmel, die Negativität heute. Ich will ja nicht negativ sein. Es tut mir so leid. Nein, Sonic Prime Staffel 3, ich werde natürlich auch Positives dazu zu sagen haben. Zum Beispiel, dass es vorbei ist. Ach du. Oh Gott. Konnte ich mir nicht verkneifen. Aber ich würde sagen, wir springen mal zur nächsten News. Genau, ja, damit wir umso schneller dann zur Diskussion kommen, wo wir dann frei drüber reden können endlich. Die nächste News ist halt mehr eine Warnung als alles andere tatsächlich. Und da könnt ihr auch gerne in den Weblinks zum Nachlesen, könnt ihr auch auf den Link klicken, weil das ist halt nur ein Hinweisartikel von wegen, hey, da gibt's was. Denn scheinbar wurden 3 Storyboards von der Knuckles-Serie und vom Sonic Movie 3 geleakt.
Ich habe sie mir nicht angeguckt und du, glaube ich, auch nicht. Ich wollte ein ganz spezielles Detail wissen und sobald ich das gewusst habe, bin ich sofort aus jedem Thread und allem möglichen raus wieder. Jetzt bin ich gespannt, was war denn, nein, das sollten wir jetzt nicht sagen, vielleicht. Das sage ich dir doch, eventuell, aber nicht jetzt in der News. Okay, und ja, ich habe beim Drüberscrollen, habe ich mal irgendwie was aufgeschnappt, aber das ist halt so direkt wieder aus dem Kopf raus verschwunden, von daher ist mir das relativ egal, aber passt auf, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, da sind halt drei Storyboards von der Knuckles-Serie und von Sonic 3 kursieren jetzt halt und ja, ihr seid hiermit offiziell gewarnt. Das Ding ist auch, was ich so ein bisschen mitgekriegt habe, Paramount ist auch extrem fleißig dabei, die wieder aus dem Internet zu löschen. Und ich glaube, die meisten Quellen sind inzwischen auch schon wieder verschwunden. Also scheint Paramount da wirklich dahinter zu sein, die Storyboards so schnell wie möglich wieder verschwinden zu lassen. Und sie sind auch semi-erfolgreich damit, was ich mitgekriegt habe. Ja, und wo auch jemand erfolgreich war, Dinge wieder verschwinden zu lassen. Oh mein Gott, diese Überleitung. das ist bei Sega. Ja, das war trotzdem bei Sega der Fall wieder. Und diese News, weiß ich nicht, die hat mich auf eine Art traurig gestimmt, aber auf eine andere Art auch halt irgendwie erheitert. Ja, es ist ein bisschen was von beiden, ja. Denn es gab so eine große Q&A-Runde mit den KollegInnen von Discotech Media, die gerade fleißig alles an Retro-Sonic-Krams veröffentlichen, in allen Formen und Farben. Genau. Und da ging es dann um das Sonic OVA, a.k.a. Sonic the Movie. Genau, ja. Und ja, wir werden wahrscheinlich international, also außerhalb Japans, werden wir keinen Re-Release erwarten dürfen. Denn, und jetzt kommt die beste Begründung aller Zeiten. Oh nein. Sega gehört dieser Film und die Rechte daran. Und sie wissen, dass ihnen das gehört. Mhm. Und Discotech Media wollte das lizenzieren. Aber, oh Mann, ich kann jetzt nicht ohne lachen. Sega weiß halt nicht, wo der Papierkram für die Rechte an Musik und Stimmen liegt. Ja. Das ist so lächerlich. Es ist einfach so lächerlich. Es ist lustig. Es ist lustig und traurig zur gleichen Zeit. Und irgendwie sehr, sehr passend, was Sega angeht. Weil das ist nicht das erste Mal, dass irgendwas in der Form passiert ist. Und ja, deswegen kann das halt außerhalb Japans nicht lizenziert werden, weil der Papierkram, sie finden einfach den Papierkram nicht. Und das ist. Das ist. Weiß ich nicht, was soll ich dazu sagen? Das ist halt. Yeah. Ich hätte es jetzt typisch Deutschland genannt, Bürokratiehölle Deutschland, aber es ist in Amerika, also Aber ein Glück gibt es den Film ja auf anderen Quellen auch zu sehen, YouTube. Genau, und da drin. Also wenn ich da jetzt nach Sonic OVA suche, dann Sonic the Movie 1996, 52 Minuten 13. Sonic the Hedgehog OVA Movie HD Remastered. Was kann das nur sein? Aber es ist natürlich trotzdem schade, weil das wäre ja tatsächlich ein Sammlerstück, was ich gerne so im Schrank hätte auch. Mal so auf Blu-ray. Ja. Und das Ding ist ja, wenn es dann auf Blu-ray rauskommen würde, wird es ja auch nochmal schön aufpoliert werden. Also wahrscheinlich kriegen wir dann wirklich einen HD-Release und alles Mögliche. Und das an sich wäre. Wahrscheinlich halt so Richtung Sonic CD-Intro, was die ja da in Sonic Origins gemacht haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Genau, stimmt. Ja, das wäre ein guter Vergleich. Und ja. In der Hinsicht ist es schade, dass wir da jetzt nichts Offizielles allzu schnell irgendwie bekommen werden. Wie gesagt, außer, keine Ahnung, Sega geht her und sagt, okay, sie sprechen den Film jetzt nochmal neu ein und spielen ihn musikalisch auch nochmal neu ein. Kann ja eventuell irgendwann der Fall sein, aber eher unwahrscheinlich. Ja, und was auch eher unwahrscheinlich ist, die Überleitung, die mache ich nicht. Japan kriegt ja, hat ja Sonic OVA als potenziellen Re-Release und, weil da liegen ja die Rechte. Genau. Was Japan aber scheinbar verliert, ist ein weiterer Dr. Eggman-Sprecher. Ja, genau. Und zwar vorerst, wie gesagt, einmal für Sonic Prime Staffel 3. Aber da ist es aktuell eben der Fall, dass Koraru Nakamura, der aktuelle Sprecher für Dr. Eggman, hat da, glaube ich, im Artikel steht rum, 2016 dann vom vorherigen Sprecher übernommen, der da leider verstorben ist. Das war genau Chikao Otsuka. Genau, ja. Genau, eben die Rolle von Dr. Eggman hat er dann von ihm übernommen. Allerdings hat jetzt im Grunde, ist tatsächlich über den offiziellen Sonic Channel Twitter eben passiert, da ist mitgeteilt worden, dass
Kotaro Nakamura im Dr. Eggman in Sonic Prime Staffel 3 nicht mehr sprechen wird, eben aus gesundheitlichen Problemen. Und er hat eben Dr. Eggman selbst gesprochen in Sonic Prime und Mr. Dr. Eggman und Dr. Dunnett. Steht zumindest, also der Artikel vom Sonic Stadium hat das so ein bisschen zusammengefasst. Und das ist jetzt allerdings in der dritten Staffel nicht mehr der Fall. Moment, da ist es dann Mitsuaki Kanuka eben. Also Mitsuaki Kanuka springt dann im Grunde für Dr. und Mr. Dr. Eggman ein und Seiya Yamanaka ist dann Dr. Dunnett. Also die zwei Sprecher springen da im Grunde ein. Und es ist jetzt auch noch nicht wirklich in irgendeiner Form bestätigt, ob Kotaro Nakamura dann im Grunde jetzt weiterhin Dr. Eggman auch in den weiteren Sonic-Veröffentlichungen nicht mehr sprechen wird oder ob es jetzt wirklich nur um Sonic Prime geht. Also die Info, die wir jetzt von Sonic Channel erhalten haben, ist, dass es vorerst einmal für Sonic Prime der Fall ist, für die dritte Staffel. Aber natürlich, daraus lässt sich jetzt noch nicht wirklich rauslesen, ob das jetzt auch für die späteren Sonic-Veröffentlichungen der Fall ist. Das wird man dann sehen müssen, wann das nächste Sonic-Projekt dann auftaucht. Ne? Aber ja, auf jeden Fall unsererseits natürlich auch gute Besserung an Kotaro und Nakamura. Und hoffentlich kann er dann relativ bald wieder als Dr. Eggman zurückkehren. Er hat wirklich einen echt guten Job gemacht, die paar Mal, die ich in die japanische Version reingehört habe. Und ja, hoffentlich nur, wie gesagt, hoffentlich nur eine temporäre Abwesenheit. Ja, und temporär bleibt es jetzt bei der nächsten News. Denn David hat mir hoch und heilig versprochen, er schafft es in unter einer Minute. Ich habe jetzt einen Timer gestellt, David. Wow. Und sobald du mit der News anfängst, werde ich auf Start drücken. Und ich bin gespannt, ob du es wirklich in unter einer Minute schaffst, weil du hast, ähnlich wie ich, leider das Können, einfach eine Nicht-Information so lange zu strecken, bis eigentlich niemand mehr zuhört. Also das können wir beide sehr gut, deswegen machen wir diesen Podcast. Sind wir sehr talentiert darin. Aber ich sage jetzt 3, 2, 1, go! Okay, und zwar die News handelt von Sonic Superstars und da haben wir einen neuen Patch erhalten, nämlich den Patch 1.0.1.5. Und in diesem Patch... Das ist ja eine komische Zahl, David. Erklär das mal genauer. Wo kommt denn die her? Nö, bitte keine Einwürfe. Ich hab's. Und ja, das ist im Grunde ein Patch, der, wie typisch, leider relativ vage beschrieben ist. Er enthält ein paar Fehlerbehebungen. Wir wissen nicht genau, wie diese Fehlerbehebungen aussehen. Also die Beschreibung auf Steam unter anderem ist sehr, sehr vage. Allerdings, was auch geändert wird, ist die Option, Punkte im Gegen-die-Zeit-Modus zurückzusetzen. Also das ist im Grunde hinzugefügt worden, dass man da jetzt dann im Grunde die Punkte zurücksetzen kann. Betrifft allerdings nur jetzt den lokalen Modus und nicht irgendwie den Spitzenrad-Modus, also den Online-Modus von Gegen-die-Zeit. Aber ja, da kann man im Grunde die Punkte zurücksetzen lassen und einfach nur mal von neuem starten. Das ist vorher nicht gegangen, geht jetzt mit diesem Patch 1.0.1.5. Und das war die News. Ich hoffe, ich war unter einer Minute. Ja. Sehr schön. Gut. Also ich weiß nicht, ob das Mikro jetzt das aufgenommen hat, weil mein Handy ist leider sehr leise. Aber es wäre cool gewesen, hätte der Timer-Sound, weil du bist wirklich auf die Sekunde genau, bist du fertig geworden. Perfekt getimt. ja, ich habe halt irgendwie keinerlei Plan, was diese News bedeutet. Also ich weiß nicht, Punkte zurücksetzen im Gegen-die-Zeit-Modus. Ja. Was für Punkte? Warum sollte man das zurücksetzen? Ich schätze mal, wenn man einfach irgendwie vorhat, nochmal von vorne anzufangen mit seinen Runs und einfach zu sehen, ob man jetzt irgendwie nochmal an die vorherige Leistung herankommt. Aber keine Ahnung. Das ist auch ein bisschen vage beschrieben. Ja, also ich weiß es nicht. Aber spielt dieses Spiel noch jemand? Ja, schon eine Weile nicht mehr, sorry. Also, es ist halt immer noch das erste Sonic-Spiel seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten, wo ich keinen Bock habe, alle Achievements zu holen, neben Sonic Adventure 2, weil das dauert halt einfach zu lange, aber da hatte ich grundsätzlich Lust, es ist mir nur zu aufwendig, aber bei Sonic Superstars bin ich halt wirklich so, nö, ich habe keinen Bock, das Spiel anzumachen und zu spielen. Mhm. Naja. Kommen wir zur letzten News und da geht es nämlich auch gegen die Zeit. Das hätte ich eigentlich, ich hätte so eine gute Überleitung verwandeln können, aber ich musste ja noch wieder dumm rumlabern. Ja, aber nee, das ist sehr passend tatsächlich. Ja. Oh, soll ich schon weitermachen? Okay. Ja, mir fällt nichts Besseres ein, was ich noch dazu sagen kann. gegen die Zeit heißt es seit gestern Abend bei was denn, lieber David? Bei Awesome Games Done Quick natürlich. Oh, und was ist denn Awesome Games Done Quick, David? Awesome Games Done Quick ist natürlich ein Speedrun-Event. Und zwar ein alljährliches Speedrun-Event. Oder genau gesagt, könnte man sogar sagen, halbjährlich, weil Summer Games Done Quick existiert auch. Und die laufen immer so im Halbjahresrhythmus. Ist das auch super? Ja. Gut. Sogar richtig,
Großartig. Wow. Richtig großartig. Ja, weil es geht nämlich um Charity hauptsächlich. Also Awesome Games Done Quick und Summer Games Done Quick ist unter anderem auch dafür da, um Spenden zu sammeln für Charity-Organisationen. Und bei Awesome Games Done Quick 2024 ist es die Prevent Cancer Foundation, die jetzt, glaube ich, bei Awesome Games Done Quick fast immer eigentlich, glaube ich, dann ja, bei Awesome Games Done Quick ist es die Prevent Cancer Foundation, bei Summer Games Done Quick, also der Sommer. Sommervariante davon ist es hier Doctors Without Borders. Ja, genau, ich glaube, so war der Rhythmus, ja. Ah ja, und Awesome Games Done Quick 2024 hat für euch gestern wieder gestartet und das bedeutet dann wieder Speedruns 24 Stunden durchgehend, eine ganze Woche lang. Also, aber das sind doch eine Woche lang, sind nicht 24 Stunden durchgehend, David. Ich meine jetzt 24 Stunden durchgehend, also die Speedruns endlich. Es ist der ganze Tag, eine Woche lang. Gibt es im Grunde der ganze Tag, eine Woche lang? Ja. Yeah. Sag einfach 24-7. Es ist doch nicht so schwer. Wow. Okay, 24-7, I guess. Aber ich fand das schon, deine Formulierung gerade fand ich schon sehr lustig. Ich glaube, sie war akkurat. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, ob sie akkurat war. Das klang halt einfach sehr wild. Aber ja, es gibt, wie gesagt, Speedruns jetzt rund um die Uhr für eine ganze Woche lang. Und da könnt ihr dann jederzeit einschalten. Und wie es bei Speedrun-Events natürlich so der Fall ist, ist da auch Sonic natürlich vertreten. Zu den hunderten von Spielen, die da im Laufe dieser ganzen Woche gespielt werden, sind natürlich auch ein paar Sonic-Spiele mit dabei. Und zwar, ein Sonic-Spiel habt ihr leider schon verpasst, wenn ihr jetzt irgendwie erst mit dieser News erinnert worden seid, dass es dieses Event läuft. Nämlich, am gestrigen Sonntag hat das Event relativ bald auch mit Tails Adventure dann gestartet. Also Tails Adventure ist das insgesamt, ja, fünfte Spiel. Das Game Gear Abenteuer mit Tails in der Hauptrolle. Allerdings. Und ein weiteres Sega-Spiel habt ihr auch noch verpasst, was ich halt unbedingt empfehlen kann. Denn in der Nacht gab es wahrscheinlich so um 3.43 Uhr rum, wir wissen die genaue Zeit gerade nicht, weil für uns ist das in der Zukunft, ja? Jet Set Radio Future. Genau, stimmt, das war auch dabei. Und wo ich übrigens dazu erwähnen muss, David, ich habe Bomb Rush Cyberpunk angefangen und es ist halt wirklich Jet Set Radio einfach. Ja, so ziemlich. Das ist sehr stark davon inspiriert, ja. Und ein weiteres Sega-Spiel habt ihr auch verpasst, nämlich Super Monkey Ball. Das ist tatsächlich das zweite Spiel, was am Sonntag dann im Grunde im Event mit dabei war. Die Runs sind auch immer extrem unterhaltsam. Ja. Oh mein Gott, ja, das muss ich nachher eigentlich gucken, aber das streame ich wahrscheinlich gerade. Huh. Oh, aber Super Monkey Ball Runs, absolute Schauempfehlung, die sind immer gut. Ja. Also was immer da für kranke Sachen gemacht werden. Holy shit, und das ist auch noch Wii. Mhm. Aber ja, natürlich, das war es noch lange nicht alles und Sonic-Spielen. Wobei, so viele sind da. Ja, ich wollte gerade sagen, so, du baust das gerade so auf, als würden da noch 20 Sonic-Spiele kommen. Ja. Aber nicht ganz leider. Nun. Es gibt diesmal auch leider nicht wieder einen eigenen Sonic-Block. Das ist ja hin und wieder bei diesen Games Done Quick Events auch der Fall. Diesmal sind die Sonic-Spiele so ein bisschen wild verteilt quer durchs Event. Und da geht es dann im Grunde weiter mit Dienstag, wo Sonic Adventure 2 Battle gespielt wird. Allerdings laut voraussichtlich um 1.30 Uhr morgens und das könnte auch noch ein bisschen nach vorne verschoben werden. Also rechnet nicht damit, dass es direkt um 1.30 Uhr startet. Also ja, das immer den Schedule im Blick behalten, weil das verschiebt sich immer nach vorne und hinten. Genau, ja. Die ganzen Zeiten sind relativ fließend, weil sich ja auch Sachen hin und wieder mal verspäten oder Runs schneller fertig werden als erwartet, solche Sachen halt. Aber ja, also am Dienstag morgens könnt ihr Sonic Adventure 2 Battle anschauen. Das ist dann tatsächlich auch ein Hero Story versus Dark Story All A-Rank. Ich schätze mal, das ist ein Rennen, wer zuerst durch welche Story durch ist mit allen A-Rängen. Denke ich mal, dass das bedeuten wird. Oder ein Bitwar, aber ich glaube nicht. Ein Bitwar weiß ich nicht. Kann nicht mehr anders erwähnt werden. Also es scheint wirklich so ein Wettrennen zwischen Hero Story und Dark Story zu sein, wer zuerst alle A-Ranks im Grunde eingesammelt hat, was eine sehr witzige Idee ist tatsächlich, wenn es das jetzt wirklich ist. Mhm. Und ja, und ein weiteres Sonic-Spiel haben wir nochmal relativ kurz vor Ende des Events, nämlich am Samstag um 2.36 Uhr nachmittags wird Sonic Origins Plus gespielt. 2.46 Uhr. 2.46, ja, Entschuldigung. Und das ist dann ein Anniversary Mode Relay und das ist dementsprechend interessant, weil das bedeutet im Grunde, dass alle vier enthaltenen Spiele in Sonic Origins Plus, also die Mega Drive-Spiele natürlich, dass die alle nach der Reihe eben durchgespielt werden. Und jeweils ein anderer Runner macht dann im Grunde ein Spiel und das ist dann auch sehr unterhaltsam. Der Run geht gute 2 Stunden 30, ist die Estimate. Also dieser Run könnte auch sehr unterhaltsam ausfallen. Und den werde ich leider verpassen. Das ist doof. Schade, ja. Aber auch wenn man jetzt die Runs... Aber ich könnte am Nachmittag einfach im Hotel bleiben und dann gucken. Dann gucke ich mir halt nicht Hamburg an. Oh, das wäre auch eine Idee, ja. Das Wetter in Hamburg ist wahrscheinlich eh wieder scheiße. Also, Ja, einfach
Würde bleiben und Sonic Speedruns anscheinend. Warum nicht? Aber ja, selbst wenn ihr diese Runs jetzt nicht live schauen könnt, die Worts werden relativ fleißig auf YouTube hochgeladen, wenige Tage nachdem die Runs im Grunde durchgeführt worden sind. Also da sind sie halbwegs relativ pünktlich, um im Grunde die Runs dann auf YouTube zu werfen, wo man die dann nachschauen kann, ein paar wenige Tage danach. Also selbst wenn ihr jetzt irgendwelche Runs verpassen solltet, die euch interessieren, ihr habt im Nachhinein natürlich noch die Chance, die dann nachzuschauen, wenn ihr einfach auf dem GameStar Quick Channel auf YouTube drauf geht. Ja, aber die werden meistens ein paar Tage später erst veröffentlicht. Genau, ein paar Tage später eben, ja. Und ja, aber, das war unser News-Rückblick. Das war der News-Rückblick, ja. Wir haben ihn schon sehr in die Länge gezogen. Ich persönlich freue mich auf Awesome GameStar Quick. Ich verfolge das Event immer sehr, sehr gerne. Oh, genau, eine Sache habe ich jetzt noch vergessen zu erwähnen. Es ist ein In-Person-Event diesmal. Ist auch das erste Mal seit, glaube ich, 4 Jahren, wo Awesome GameStar Quick wieder in einer Eventhalle im Grunde stattfindet, nämlich in Pittsburgh. In Philadelphia, glaube ich. PA müsste Philadelphia. Ja, letztes Jahr gab es da, glaube ich, noch irgendwas mit Hotelverträgen und sowas, weswegen die das nicht in Präsenz stattfinden lassen konnten. Und das war halt noch in einem Staat, wo diverse Gesetzesentscheidungen getroffen wurden, hinter denen das Team von GDQ, das sehr diverse Team von GDQ einfach nicht steht. Genau, ja, das war in Florida und jetzt sind sie halt noch Philadelphia, schätze ich mal. Ich glaube, PA müsste Philadelphia sein, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht. Aber ja. Und also, ja, dann viel Spaß beim Zuschauen auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich ein paar Runs mitnehmen kann. Und bevor wir es halt wieder jetzt negativ machen, bevor wir mit Sonic Prime anfangen natürlich, habe ich noch ein bisschen was kurz zu erzählen. Moment, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich habe eine News vergessen, die ich auch erwähnen sollte. Ach, David. Und zwar ganz, ganz schnell eine kleine IDW-News. Der Release von Fang the Hunter, vom ersten Teil der Miniserie, ist am 17. Januar, also diesen Mittwoch. Ich habe es letzte Woche schon erwähnt, aber dadurch, dass das jetzt im Grunde diese Woche rauskommt, schätze ich, kannst du dich schon, das heute auch nochmal zu erwähnen. Der erste Teil von der vierteiligen Fang the Hunter Miniserie kommt diesen Mittwoch raus. Und ja, darf ich jetzt? Jetzt darfst du. Wir haben nämlich Kommentare bekommen. Oh. Und darüber müssen wir uns unterhalten. Ja, okay. Weil alle wollen Fasti. Fasti hat so viel Liebe abbekommen. Sonic Fangirl schreibt auf Spotify: Ich finde, dass Fasti in mehreren Folgen dabei sein soll. Ich freue mich schon sehr auf die 3. Staffel von Sonic Prime. Das wird bestimmt der Hammer. Okay, darüber reden wir noch. Mhm. Und Seli schreibt: Ich fände es cool, wenn Fasti öfters dabei wäre. Ich freue mich auch so sehr auf die Sonic Prime Season 3, weil ich auch durch die Serie wieder zu Sonic gefunden habe. Auf, YouTube. Gab's weniger Fasti-Liebe? Tatsächlich? Oh. Also das, ja, okay. Wir müssen jetzt nicht ganz schlecht fühlen. Okay, immerhin. Ich wollte jetzt schon den Hut an den Nagel hängen und einfach Fasti meine Position überlassen, aber. Ja, YouTube-Kommentare kommen wir gleich zu, aber wir haben das David auch geschickt und ja, keine Ahnung. Wir haben eigentlich entschieden, dass Fasti den Podcast jetzt einfach alleine macht, weil er offensichtlich sympathischer ist als wir beide. Ja. Und ja, also Fasti freut sich sehr, sehr, sehr darüber. So können wir das, glaube ich, stehen lassen. Und wir freuen uns auch darüber, weil wir wollen Fasti ja auch häufiger dabei haben. Dieser Junge hat halt nur nie Zeit. Ja, genau. Aber er hat tatsächlich nächste Woche Zeit. Also alle, die gerne Fasti hören, die können sich auf den nächsten Podcast freuen. Voraussichtlich natürlich, aber sollte klappen. Und gerne mehr Liebe für Fasti in die Kommentare, weil das ist für uns immer auch ein Ansporn, dass wir ihn häufiger dazu holen können. So, hey Fasti, die Leute wollen dich, die Leute vermissen dich. Los. Bitte komm wieder zu uns, weil sonst hört uns keiner mehr. Bitte komm zu uns, unsere Klickzahlen brechen ein. Nein, also immer her mit dem Lob für Fasti, weil der freut sich. Ja, auf jeden Fall. Und wir natürlich auch. Und dann schreibt LP-Stubi: Ich würde sehr gern alle Lego-Sachen kaufen, habe aber leider auch keinen Platz für so viel Lego. Ich werde das Fasti überlassen. Es ist super, wie ihr das immer so unterhaltsam hinbekommt. Dankeschön. Ja. Mit welcher Leidenschaft Fasti an die Sache rangeht, ist bemerkenswert. Ja, mach weiter mit diesem Hobby, Fasti. Ich bleibe bei den Spielen und vereinzelt eine Sonic-Statue. Ich finde es super, dass ihr Sonic Adventure 2 im Stream momentan spielt. Das Spiel ist einfach super. Schöne Grüße an Fasti von LP-Stubi. An uns nicht. Oh, jetzt bin ich halt echt traurig. Jetzt sind wir da steht einfach nur schöne Grüße an Fasti von LP-Stubi. Dankeschön. Jetzt. Nein, Spaß. Und die liebe Delfox schreibt: Ich habe mir das Shadow-Lego-Set gekauft. Den Preis fand ich ganz okay. Mit dem Knuckles-Lego-Set warte ich noch ein bisschen, bis es günstiger ist, da es mich nicht so anspricht. Ich finde den Knuckles-Mac schon etwas fehl am Platz, aber das ist so ein Lego-Ding, da muss es in jeder Marke einen Mac geben. Bin schon gespannt auf den Mac von den Animal Crossing-Sets. Mhm.
Schießt der Mac aus den Animal Crossing Sets dann auch aus den Nippeln? Damn, wow. Nein, also vielen, vielen Dank für eure lieben Kommentare. Dankeschön, ja, sind und sehr ermutigend. Das könnt ihr diese Woche genauso tun, auf allen Plattformen, wo es geht. Und auch eine Bewertung bei Apple Podcasts wäre mal wieder ganz cool. Ja, yep. Oder ihr boykottiert uns ab sofort, weil wir jetzt anfangen, über Sonic Prime Staffel 3 zu reden. Mal schauen. Ui, bitte boykottiert uns nicht. Ja, aber ja, wenn du schon so schön dahin leitest, fangen wir doch an mit Sonic Prime Staffel 3. Mhm. Hui, ui, 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 wie soll ich anfangen? Fangen wir erstmal positiv an. Klar. Denn die erste Folge, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, da waren wir beide halt eigentlich so, oh mein Gott, das war ja richtig, richtig cool. Ja. Oh, by the way, Spoilerwarnung ab diesem Punkt. Oh, Spoilerwarnung, absolute Spoilerwarnung. Wir reden relativ frei über die gesamte Staffel und genau. Kleinere Details, alles Mögliche. Es endet natürlich auch, also passt auf jeden Fall auf, wenn ihr es selbst noch nicht geschaut habt. Solltet ihr das vielleicht machen und euch diesen Teil der Folge dann im Nachhinein anhören. Ja, also die erste Folge war von Staffel 3 sehr, sehr gut geschrieben. Sonic und Shadow im Zusammenspiel, finde ich, haben niemals so gut funktioniert wie hier. Ja, würde ich unterstreichen. Das war echt verdammt cool. Das war halt wirklich, wirklich großes Kino. Und hat mir gefallen. Mhm. Und ja, leider kamen danach noch mehr Folgen. Oh. Um den Elefanten im Raum anzusprechen, ich hatte eigentlich ab Folge 3 keinen Bock mehr, das weiterzugucken, weil es war halt alles dasselbe. Jede einzelne Folge hat sich im Kreis gedreht mit dem ein und demselben Plotpoint. Also dieser Plotpoint kam häufiger in der Folge. Ich habe es David beschrieben als die Helden gewinnen. Nein, zieht einen neuen Trick aus dem Arsch. Literally. Die Helden verlieren. Ansprache, Talk no Jutsu. Helden gewinnen wieder. Repeat. Yep. Das ist Staffel 3. Mehr passiert in dieser ganzen Staffel nicht, abgesehen von Folge 1 und Folge 7. Man muss ein bisschen differenzieren auch. Yep. Hauptsächlich geht es mit Folge 4 dann los, wo dann wirklich die große Schlacht in dieser Grimm, in dieser Öde stattfindet und da sich dann der ganze Plot extrem hart im Kreis dreht. Ja, aber es war ja auch vorher schon so, auch wenn sie noch in den anderen Shadow Spaces teilweise waren. Es war ja trotzdem derselbe Plot. Ich meine, im Grunde war es dasselbe Plot. Ich meine, ob sie jetzt bei Nein sind oder Nein da als riesiges, sprechendes Gesicht im Himmel hängt. Mhm. Also, I don't know. So viel Unterschied sehe ich da jetzt nicht. Es ist trotzdem die gleiche Situation im Grunde. Ja, nur war es halt in der zweiten und dritten Folge noch ein bisschen fließender, weil Sonic da halt auch noch in anderen Orten unterwegs war. Also er war in New York City und dann in der dritten Folge nochmal in No Place. Mhm. Aber trotz allem, die Grundsituation war dieselbe. Nein schickt Roboterarmeen, Freunde müssen gegen Roboterarmeen kämpfen, schaffen es dann im Grunde in dieser zweiten und dritten Folge gerade und gerade zu entkommen und sich in Sicherheit zu bringen, bevor es dann ab Folge 4 eben Richtung Öde geht, wo dann Nein konfrontiert wird für 4 weitere Folgen. Ach ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Zwischendurch streiten sie sich häufiger mal mit dem Council. Ja, natürlich, weil der Council will natürlich auch mithelfen, weil wenn Nein gewinnen würde, würde ihre Welt auch im Grunde aufhören zu existieren und sie selbst. Deswegen schließen sie sich so ein bisschen zähneknirschend mit Sonic und Co. an. Und diese Allianz hat natürlich deutliche Risse über den ganzen Verlauf durch. Und es ist auch eine relativ spannende Allianz. Es ist halt das typische, Eggman schließt sich wieder mit Sonic zusammen, Basically, weil er halt irgendwie eine größere Bedrohung irgendwie abwenden muss. Und Bedrohung? Dann Bedrohung. Wir können heute beide nicht reden, ja. Nee. Und dadurch giften sich die zwei Parteien halt so ein bisschen gegenseitig an. Nur ist halt der Unterschied, diesmal gibt es 5 Eggmans, also ja. Also hauptsächlich giften sich ja eigentlich die Rebellen aus New York City und halt das Council an. Die anderen sind da wenig involviert. Und eigentlich ist es auch nur Knuckles. Ja, und Rouge eventuell. Also ja, aber selten. Wie hieß Knuckles aus New York nochmal? Ich vergesse die Namen immer. Ich glaube Nux. War nicht Nux the Dread aus Snowplace, der Nux? Nee, ich glaube, das war Knuckles the Dread, aber ich bin mir nicht mehr... Ganz ehrlich, die ganzen Alternativpersonen irgendwie auseinanderzuhalten, es ist nicht immer leicht. Sonic Prime Characters, Kategorie, nein. Sonic Prime Characters, alles klar. KKK, ja, wow, da steht nur Knuckles, schön, das hilft mir, das hilft wirklich sehr. Da bin ich schon im Sonic Wiki, aber nee. Mhm. Da TV Tropes, irgendwie... Finde ich nichts. Ist ja auch egal. Ist nicht so wichtig, Und ich muss dir jetzt glatt mal eine Frage stellen, wo wir schon über die ganzen Charaktere reden. Aha.
Da waren jetzt zwei random Charaktere, von denen wir die Namen nicht kennen, die halt auch so Insert Random Character hier aussahen. Und irgendwie wollte die Serie von mir, dass ich mich für die plötzlich interessiere und dass die mir wichtig sind. Und das wirkte so aufgedrückt aus meiner Sicht. Ich habe nicht verstanden, was die da wollten. Ja, ich meine, die Charaktere sind auch in den letzten Staffeln immer wieder mal so ein bisschen im Hintergrund dabei gewesen. Das war einmal ein Charakter aus New York, so eine weibliche Widerstandskämpferin, und einmal ein Charakter dann aus No Place, das war ein Mitglied von Knuckles Piratengruppe im Grunde. Und die zwei haben um einiges mehr Fokus jetzt in dieser dritten Staffel gekriegt. Also die sind da ein bisschen von den anderen Charakteren mitgeschleift worden und waren dann halt einfach so Background-Charaktere, abseits von Sonics zersprungenen Freunden, die hin und wieder auch mal ein bisschen was gemacht haben. Ja, und dann wurden ja zwischendurch einfach. Die wurden ja zwischendurch dann angegriffen und die Serie wollte halt ganz klar von mir, dass ich so bin, so, Le Gasp, oh nein, wie sie werden gleich getroffen, aber es war mir halt einfach völlig egal. Ja. Ich habe mich nicht für diese Charaktere interessiert. Also das eine, was ich bei dem Piratencharakter eben hervorstechend finde, in der englischen Version wird da von einem YouTuber gesprochen, nämlich von Jacksepticeye, und das ist relativ unterhaltsam, aber ja, ansonsten sind wir zwei auch nicht wirklich großartig im Kopf geblieben. Übrigens, halt da im Grunde. New York ist Renegade Nux. Renegade Nux, okay, okay. Und Knuckles the Dread, du hattest recht, ist No Place Done. Mhm. Aber ja, die zwei Charaktere, vor allem der Piratencharakter, also dieser Piraten-NPC, unter Anführungszeichen, hat er dann auch in einer Stelle versucht, so Knuckles the Dread so ein bisschen zu überreden, von wegen. Ah, ja, hey, ist übrigens Jack. Jetzt. Der heißt Jack, ja? Jack, oh, sehr passend, weil Jacksepticeye, okay. Und die andere ist dann Squad Commander Red. Oh, okay. Sie haben tatsächlich Namen. Gut zu wissen. Sie haben tatsächlich Namen. Ich weiß nicht, ob sie jemals genannt werden, aber sie haben Namen. Kann sein, ja. Oh ja, yeah, der eine Piratencharakter hat ja versucht, der hat so ein bisschen einen hervorstechenden Moment gehabt, wo er versucht hat, Knuckles zu überreden, sich jetzt einfach das Precious zu schnappen, das Shiny, und mit dem Paradox Prisma dann abzuhauen. Und dann war es aber der große Redemption-Moment für Knuckles the Dread, wo er sich stattdessen entschieden hat, Amy zu retten. Also seine Version von Amy. Und ja, das war ein netter Zwischenmoment, aber ansonsten habe ich die Charaktere auch nicht wirklich im Kopf, die zwei. Ja, die wirken halt einfach so, ja, wir sind halt da, tschüss. Mhm. Um mal wieder zum Positiven zurückzukommen, ich fand, dass die Amy-Varianten zusammen sehr, sehr gut funktioniert haben. Das war verdammt gut. Ich habe einfach diese Team-Up-Szene, die sie da wirklich, wo sie dann wirklich ein bisschen Screen-Time bekommen haben, wie sie da im Freifall nach unten sind und dann von der anderen Amy von vorn gerettet werden. Das war schon wirklich cool. Also das war echt cooles Teamwork von denen. Aber dazu muss ich auch sagen, und da werde ich wahrscheinlich nächste Woche ein bisschen intensiver drüber sprechen. Mhm. Ich habe es ja auch schon mal angeteasert und ich habe seitdem noch mal ein bisschen darüber nachgedacht. Diese ganze Serie ist eigentlich Avengers Infinity War, oder? Ein bisschen vielleicht, ja? Nein, also, wenn man so den ganzen Plot ein bisschen durchgeht, ja, okay, wir haben jetzt vielleicht keine Shadow Spaces, aber wir haben halt Helden aus allen möglichen verschiedenen Universen, die da zusammenkommen. Mhm. Nicht Universen, Planeten. Dimensionen, ja. Oh, Planeten in dem Fall, ja. Ja, Infinity War halt. Und weiß ich nicht, ich bin da so, ich sehe sehr, sehr, sehr viele Parallelen zwischen den beiden Sachen. Ja, schon ein bisschen. Also natürlich nicht alles, das lässt sich nur lose anwenden, das ist mir auch klar. Aber ja, es ist schon sehr viel. Thanos sucht die Steine, sie suchen die Paradox-Prismas, Prismasplitter. Genau, ja. Allgemein, dieser ganze Endkampf im Grimdon, der hat sich auch sehr stark wie so ein typischer Marvel-Endkampf angefühlt. Vielleicht auch so Richtung Endgame eventuell, wo alle Helden dann plötzlich Thanos angreifen und da war es dann halt, alle Helden greifen Tails an. Oder halt Nein an, genau gesagt, sorry. Ja, und also, dann im Prinzip, die Basis vom Council, die ist halt einfach Wakanda. Wow. Wo Nein halt wirklich das angreift, so wie Thanos Wakanda angegriffen hat und oh nein, da ist ein Schutzschild. Hm, das funktioniert nicht. Oh, aber die Energie sinkt. Wir können das nicht ewig aufrechterhalten. Okay, ja. So langsam, die Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall vorhanden. Also ich will damit auch nicht sagen, dass sich da was abgeguckt wurde, aber vielleicht doch für ein, zwei Storybeats ein bisschen Inspiration geholt, könnte ich mir schon vorstellen, dass das gewesen ist. Ja, aber ja. Also wie gesagt, die hauptsächliche Schlacht, einfach um den allgemeinen Plot von dieser Staffel wieder zurückzukommen, die hauptsächliche Schlacht, die war wirklich, wirklich unnötig langgezogen. Ja. Und es war basically dreimal die gleiche Grundsituation, die du vorher eh schon beschrieben hast. Und das Pacing von dieser Staffel war einfach nicht gut. Vor allem, weil
wie gesagt, dann gehen wir so ein bisschen weiter abseits der Schlacht. Also die Charaktere kämpfen halt ständig gegen die immer gleichen Roboter. Irgendwann taucht dann ein riesengroßer Big-Roboter auf. Das habe ich tatsächlich relativ humorvoll gefunden. Wir haben jetzt einfach eine Metal-Big-Version, in der schießt Froggy-Raketen. Das ist ja Grim-Big im Endeffekt. Genau, es war Grim-Big im Grunde. Und Sonic stand halt einfach so da, so, oh no, not big. Ja. Ja, übrigens, kleiner Disclaimer, wir haben beide, glaube ich, nur die englische Variante gesehen zum jetzigen Zeitpunkt. Genau, wir werden zur nächsten Woche, werden wir aber uns natürlich auch die deutsche Synchronfassung nochmal ein bisschen zu Gemüte führen, damit wir natürlich auch da über die Synchronleistung ein bisschen sprechen können. Mhm. Aber ja, also im Grunde dann taucht dieser Big Roboter auf und die ganzen Helden, Bösewichte müssen gegen den Big Roboter kämpfen, schaffen es dann auch irgendwie. Dann irgendwann stoßt Shadow wieder hinzu, der ja im Grunde in der ersten Folge in die Spalte gefallen ist und dann da unten die ganze Zeit gekämpft hat und dann im Grunde von Sonic gefunden wird. Zusammen schließen sich dann den anderen wieder an. Und dann geht der Kampf auch in Richtung 9, wo Sonic und dann im späteren Verlauf auch Renegade Nux dann im Grunde zu 9 im Grunde auf den Turm kommen und gegen ihn dann kämpfen. Den Fokus auf Renegade Nux fand ich übrigens echt cool. Der hat mir gefallen, weil cool. Das ist meine Lieblings-Knuckles-Variante. Ja, und das war auch cool in der Hinsicht, weil das war auch ein ziemlich starker emotionaler Moment, den man vielleicht so ein bisschen verpassen könnte. Aber Renegade Nux und Nine fangen dann ja an, sich zu bekämpfen. Und Sonic steht im ersten Moment daneben und schaut einfach so geschockt. Von wegen der Marke, wow, meine zwei besten Freunde bekämpfen sich gerade auf den Tod. Und das ist extrem weird. Also ja, das war einfach so ein kleiner Moment, wo Sonic einfach komisch geschockt ausgeschaut hat. Mhm. Das habe ich so interpretiert. Aber ja, dann verschiebt sich der Kampf eben wieder ein bisschen weiter. Also Nine kriegt zum dritten Mal in Folge die Überhand und yada yada. Und Sonic und Nine kämpfen dann im Grunde nochmal in der letzten Folge gegeneinander ein bisschen. Dann ist es nur mehr ein Zweikampf, weil Shadow und Renegade Nux dann von Nine so ein bisschen auch ausgeschalten werden. Und darf ich bitte, wenn wir jetzt schon in der letzten Folge sind, den großen Redemption-Arc von Nine, den ich halt absolut großartig fand, über den würde ich gerne sprechen. Oh ja, bitte, herein. Also, die machen halt dann einen Plan, wie sie die Shadow Spaces zurückbringen können. Yada, yada, yada. Und Nine hat natürlich seinen Redemption-Arc. Nine verändert sich, Nine wird wieder gut. Und die Charaktere fragen sich dann, wie können wir ihm vertrauen? Und er sagt, ihr könnt mir vertrauen. Und die Charaktere dann so, ja, ist okay, müssen wir wohl. Das ist der Redemption-Arc. Ich habe noch niemals so furchtbares Writing gesehen. Noch nie in meinem gesamten Leben. Oh mein Gott, was ist das für eine Szene? Du baust eine ganze Staffel mit Nine als den großen Bösewicht auf. Mhm. Und das löst sich so? Wirklich? Wirklich? Okay, um da noch ein kleines bisschen Kontra zu geben, es macht es nicht 100% besser und ich finde auch, dass es extrem gestresst und irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar geschrieben war. Aber ein kleines bisschen Kontext in der Hinsicht war, dass im Grunde die Welt, die Öde, hat sich immer weiter zusammengezogen und das hat sich dann halt im Grunde auch so abgezeichnet von wegen, hey, die Shatter Spaces sind kurz davor zu explodieren und alle Welten können im Grunde nicht mehr existieren, wenn dieser Kampf jetzt großartig weitergeht und Nein nicht zur Vernunft kommt. Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß, auf welchen Punkt du hinaus willst, aber das ist für mich kein gutes Argument, wenn die halt den Rest der Zeit auch nur sinnlose Scheiße labern. Ja. Yeah. Was sie getan haben, zum großen Teil. Ja. Also tut mir leid, diese Line einfach, wie können wir ihm vertrauen? Ihr könnt mir vertrauen. Ja, okay. Das ist beschissenes Writing. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, ist das so zu schreiben. Ja. Nochmal ein bisschen weiterer Kontext in der Szene eben auch. Nines Wechsel im Grunde von seiner Position, wo er dann anfängt, wieder den anderen zu helfen, ist ja auch unter anderem, weil Sonic sich trotzdem noch für ihn einsetzt. Also im Grunde ist es so, Nine und Sonic kämpfen ja gegeneinander und dann stoßen die anderen Charaktere zu, um eben Sonic zu helfen. Und weil sie im Grunde draußen keinen Platz mehr haben, weil einfach der Grimm inzwischen so zusammengeschrumpft ist, dass nur mehr im Grunde Nines Basis übrig ist. Und anstatt, dass Sonic sich ihnen dann anschließt, um Nine zusammen einfach komplett fertig zu machen, versucht er Nine eben zu beschützen und versucht eben irgendwie eine friedliche Lösung zu finden in der Situation. Und das ist dann im Grunde der Punkt, wo Nine aufhört, bösartig zu sein. Wo er dann erkennt, hey, Sonic scheint sich doch irgendwie um mich zu sorgen,
scheinbar bedeutet ihm doch etwas. Ja, und das ist auch der Punkt. Ja. Das kam doch auch andauernd. In der ganzen Staffel kam ja genau das eigentlich, ja. Dass Nine merkt, Sonny kümmert sich um mich, dann irgendwas passiert, ja. Wodurch Nine angegriffen wird, wo Sonic ganz offensichtlich nichts dafür kann. Und dann so, oh, du hast mich wieder betrogen. Haha, ja. Ich bin wieder böse. Ja, basically. Oh, Alter, ist mir das auf die Eier gegangen. Ah. Ja, das war einfach, Sonic wollte sich ja auch, ich glaube, in der dritten oder vierten Folge, die Folgen schwimmen so irgendwie, die schwimmen irgendwie komplett ineinander über. Ich weiß nicht mehr, was jetzt genau in welcher Folge überhaupt genau passiert ist. Aber ja, es war ja auch eine Folge, wo Sonic sich dann bereit erklärt hat, sich zu opfern, wenn Nine eben verspricht, dafür die anderen Shadow Spaces wieder herzustellen und sie alle in Ruhe zu lassen. Und das hätte auch fast geklappt, aber dann sind ihm die ganzen anderen Charaktere und der Chaos Council gefolgt, weil sie damit nicht klarkommen wollten, dass Sonic sich opfert. Und dementsprechend hat Nine dann wieder komplettes Vertrauen verloren und ist wieder in sein altes Muster im Grunde zurückgefallen. Obwohl Nein und Sonic eigentlich kurz davor waren, eine Lösung zu finden. Und das war, ja, das war ein bisschen unglücklich. Das ist halt aber auch in ähnlicher Form mehrfach passiert. Ja, das ist mehrfach passiert. Es hat sich halt alles so im Kreis gedreht. Ja, also, das ist einfach das Ding. Das hat sich alles ständig nur im Kreis gedreht. Und das irgendwie für vier, fünf Folgen lang. Ja. Und das war einfach der Punkt, wo man sich dann einfach gedacht hat, von wegen, ihnen sind einfach irgendwie wahrscheinlich die Ideen ausgegangen, aber sie haben noch ein paar weitere Folgen gebraucht und haben dann einfach halt das, was noch da war, am Plot so lang wie möglich gestreckt. So hart wie möglich in die Länge gezogen. Und womit ich halt auch ein Problem habe, ist, dass im Endeffekt offene Fragen, die wir hatten, sind immer noch offen. Ja. Also zum Beispiel, ich würde gerne wissen, ob das schon vorher so war, dass alle Shadow Spaces existiert haben, parallel. Ja. Sind die erst durch das Shattern quasi Prismas? Weil das ist ja das, was eigentlich die ganze Serie über gesagt wurde. Ja, die sind erst durch das Zerbrechen vom Paradox Prism sind die halt entstanden. Mhm. Sind sie das, though? Ja. Yeah. Weil jetzt gerade wirkt es nicht so. Das Ende ist trotz allem extrem vage. Und das ist auch das, was mich am Pacing extrem stört. Dass wir einfach irgendwie vier Folgen lang die immer gleiche Situation haben mit dieser großen Schlacht und dann das Ende sich aber im Umkehrschluss so extrem gestresst anfühlt, wo es geholfen hätte, wenn man eine Folge von der Schlacht weggenommen und am Ende hinzugefügt hätte und sich das als Ganzes dann einfach viel besser angefühlt hätte. Mhm. Weil es bleiben einfach so viele Fragen noch offen am Ende. Nur um jetzt noch weiter Kontext zu liefern, also um eben die ganzen Shadow Spaces und auch Green Hill wiederherzustellen, muss sich Sonic im Grunde opfern und seine Prisma-Energie, die er in seinem Körper gespeichert hat, hergeben. Und er stimmt dem dann zu und die Energie wird ihm entzogen. Er liegt dann basically im Sterben, also es schaut echt schlecht für ihn aus. Also aber basically wie die Charaktere in Ghost Hill, nur dass Sonic noch ein Bewusstsein hat. Genau, ja. Aber er fängt halt langsam an zu verschwinden und sie müssen ihn dann so schnell wie möglich eben zurück nach Green Hill bringen, was durch die Hilfe von den Amy-Versionen und Shadow dann gerade und gerade noch glaubt. Und dann passiert eben das Seltsame. Sonic kommt im Grunde in seiner Welt zurück, also Sonic und Shadow, und basically tauchen sie dann wieder auf, kurz bevor der Paradox Prisma im Grunde zerschlagen worden ist von Sonic. Und Sonic hat dadurch die Gelegenheit, die Situation einfach komplett zu ändern. Dass er dann nicht den Paradox Prisma irgendwie zerschlägt, sondern stattdessen, ich hätte auch eine lustige Szene, ich hätte erwartet, dass er stattdessen Eggman einfach angreift, aber stattdessen klatscht er einfach auf die Kuppel von Eggmans Mac, weil er ihn irgendwie auch vermisst hat. Das fand ich irgendwie witzig. Es ist der Egg-Dragoon, also eine billige Variante vom Egg-Dragoon, aber ja. Ja, es ist vielleicht nicht direkt der Egg-Dragoon, sondern mehr der Roboter aus dem Sonic Unleashed-Intro, so ein bisschen. Der ja ein Prototyp vom Egg-Dragoon war, als in allem. Ich sag ja, eine billige Version vom Egg-Dragoon. Ja, genau. Und ja, und dann ist es im Grunde so, Sonic zerschlägt den Paradox Prisma gar nicht erst und dadurch passiert das alles gar nicht erst, dass eben die Realität zersprungen wird, sondern die Freunde besiegen dann Dr. Eggman, Shadow taucht dann auf und warbt den Paradox Prisma noch irgendwo hin, man weiß es nicht, also er Chaos Control den Paradox Prisma einfach weit von Eggmans Reichweite weg und verschwindet aber dann einfach. Das ist halt auch wieder so eine Sache, das ich verstehe nicht, warum, oder wie sage ich das, wie kann es sein, dass Sonic an einem vorherigen Zeitpunkt gelandet ist? Wie? Ja. Wieso? Ja. Yep. Fragezeichen. Ich verstehe das. Ich verstehe einfach nicht, wie er vor dem Zerstören des Paradox Prisms da sein kann. Ja, yep. Es wird auch nicht wirklich erklärt. Es ist einfach so. Sonic und wie kommt das Paradox Prism überhaupt dahin? Nein, hat es doch. Gibt es jetzt zwei? Oh, gute Frage tatsächlich. Ja.
Also, ja. Es tut mir leid, dieses Ende ergibt einfach keinen Sinn. Es macht nicht wirklich Sinn. Also, sie haben einfach ein. Sie haben Sonic 06.2 gemacht, in der Hinsicht, dass sich der ganze Plot von Sonic Prime einfach wieder selbst auslöscht, in dem Sinn. Allerdings aber können Sonic und Shadow sich ja dran erinnern, offensichtlich. Sonic und Shadow können sich beide dran erinnern, die Freunde allerdings nicht und auch Dr. Eggman nicht. Also, für die ist nicht mal eine Sekunde vergangen, wo Sonic dann dieses ganze Sonic Prime-Abenteuer erlebt hat in den Shadow Spaces. Und ja. Yeah, also es ist negativ Zeit vergangen. Ja, so. Das Ding ist jetzt einfach, was ist jetzt mit diesen Shadow Spaces passiert? Das ist jetzt auch die Frage, die ich mir am Ende stelle, weil jetzt, wo der Paradox Prisma nie irgendwie zerstört wird, gibt es dann diese ganzen anderen Welten einfach nicht mehr, weil das Ende, die Verabschiedung zwischen Sonic und Nine und allen Freunden hat eigentlich impliziert, dass die jetzt einfach alle in ihren jeweiligen Realitäten zurückkehren und da dann ja einfach gemütlich weiterleben. Und so habe ich das verstanden. Ja, und Nine hat dann im Grunde sein Paradies in The Grim, das er sich selbst aufbauen kann, und da wird er dann von allen in Ruhe gelassen. Und so, ich habe eigentlich interpretiert, okay, diese verschiedenen Realitäten existieren jetzt alle parallel zu Sonics Realität in Green Hill, aber es wird halt nie irgendwie bestätigt oder dementiert in irgendeiner Form. Wir wissen es nicht, es wird vielleicht ein bisschen bestätigt, ja, weil ganz zum Ende die Schockwelle, die da ist. Ja, ja, genau. Da gibt es nochmal eine echt fiese, keine Ahnung. Ein Cliffhanger. Ein Cliffhanger, ja. Es ist ein offenes Ende. So, ja. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Es ist ein offenes Ende und es ist scheiße. Nee, aber so diese Schockwelle wirkt halt wie irgendwelche Angriffe, die wir halt im Verlauf der Serie gesehen haben, die mit Prisma-Energie zu tun haben. Ja, so in etwa. Ja. Also, wie gesagt, kleiner Kontext nochmal. Am Ende trifft sich Sonic mit seinen Freunden nochmal am Strand und verbringt halt Zeit mit ihnen und alles ist gut, alles ist gut. Ich will gerade die Geschichte, die ganze Geschichte erzählen, wo ich dann so da war, oh cool, ich möchte gerne die Reaktion von Sonics Freunden auf die Geschichte hören, so was er so erlebt hat. Und dann einfach, danke. Danke für nichts. Danke für absolut gar nichts. Kommt einfach diese Schockwelle und plötzlich heißt, okay, wir müssen jetzt diese neue Bedrohung, was auch immer diese Bedrohung ist, bekämpfen und Smash Cut zu den Credits. Das war's dann. Also das finde ich auch schade. Vor allem Tails hat irgendwie, vor allem bei Tails finde ich es einfach sehr schade, dass er nie irgendwie in irgendeiner Form darauf reagieren hat können, dass eine böse Version von ihm unterwegs war, dass Nine einfach existiert hat, der Sonic dann einfach offen bekämpft hat und offen stellenweise sogar töten wollte. Und da, das wäre einfach so gespannt gewesen, wie Tails vor allem auf diese Info reagiert hätte. Weil er ist Sonics bester Freund, man könnte sagen sein Bruder, und dementsprechend finde ich es einfach echt schade, dass sie sich da nicht noch mehr Zeit im Ende einfach genommen haben, um einfach den Freunden auch nochmal die Gelegenheit zu geben, auf diese ganzen Ereignisse zu reagieren, die da passiert sind und die sie selbst gar nicht so wirklich mitgekriegt haben. Ja, also wie gesagt, ich hätte auch, wie du schon gesagt hast, ich hätte auch gerne Tails Reaktion gesehen. Nicht unbedingt, dass da jetzt eine böse Version von ihm existiert, yada yada, von mir aus, sondern eher halt so, wie Tails darauf reagiert, dass andere Realitäten existieren. So, auch, so sein Overanalyzing da zu sehen, das hätte ich mir halt schon sehr, sehr cool vorgestellt, aber wurde halt einfach weggeworfen. Ja, eben. Das ist auch das Ding. Das Ende ist einfach zu gerusht. Und mit diesem offenen Ende wirkt für mich auch so von wegen, hey, es gibt vielleicht Pläne, das nochmal später in einer weiteren Staffel aufzugreifen, aber das ist halt jetzt das große Fragezeichen. Weil und die in Green Hill sind auch die einzigen, die nicht von der Existenz der Shadow Spaces wissen. Ja, yep, genau, ja, yep, weil alle anderen wissen es ja jetzt, yep, wenn sie noch existieren, je nachdem. Aber David, ich habe noch eine Frage an dich, die du mir bitte beantworten sollst. Okay. So, wir haben Ghost Hill gesehen, wir haben gesehen, dass Sonics Freunde halt alle in diesem Decayed-Zustand sind. Genau, ja. Wir haben gesehen, dass wenn Sonic keine Prisma-Energie hat, dass er ebenfalls in diesem Zustand kommt. Mhm. Was ist Shadow? Ja, also bei Shadow, glaube ich, bei ihm war das Ganze ja extrem weird, weil er war ja selbst jetzt im Grunde nicht dabei, wie der Paradox Prisma zersprungen worden ist, sondern er hat sich im Grunde mit Chaos Control irgendwie in die ganze Situation reingewabt. Das ist ja, glaube ich, dann in der ersten Staffel so etabliert worden, dass er nicht direkt dabei war, er ist ein bisschen entfernt gestanden. Und dadurch, wie die Schockwelle gerade im Begriff war, ihn zu erwischen, hat er sich mit Chaos Control wegteleportiert. Aber dadurch ist er dann halt irgendwie in diesen Leerraum gelandet zwischen den einzelnen Dimensionen. Und konnte aber in keine Dimension eigentlich rein, abgesehen von Ghost Hill. Ja, Ghost Hill weiß ich wahrscheinlich. Wie ist er dann in den Grimm gekommen? Ich meine, in den Grimm ist er gekommen, das ist ja auch gezeigt worden. Achso, ja, stimmt. Ja. Da war ja dieser Riss eben außerhalb von diesem. Ja, stimmt.
Und wo also, hat er sein Chaos Emerald wieder her? Der ist doch im Void verschwunden. Wieso hat er den wieder? Ich meine, die Zeit ist zurückgesetzt worden. Ja, aber doch nicht für Shadow. Shadow und Sonic kamen doch zeitgleich an. Ja, ja, schon. Aber wahrscheinlich haben sich beide dann einfach wieder auf ihre vorherigen Positionen zurück teleportiert, I guess. Sonic war dann wieder in der Höhle mit Dr. Eggman. Und Shadow war dann wieder auf dem Weg zur besagten Höhle, ist dann irgendwo da einfach mittendrin drin wieder aufgeploppt und hat natürlich seinen Chaos Emerald dann wieder gehabt, weil den hatte er zu diesem Zeitpunkt ja auch. Der Chaos Emerald wurde ja dann wieder wahrscheinlich zurückgesetzt. Das macht Aua in meinen Kopf. Ja, schon irgendwie. Also, man muss sich sehr viel einfach aus der Hand ziehen, weil es wird halt einfach alles nur sehr vage erzählt. Und das, der Großteil davon sind jetzt auch nur persönliche Vermutungen, weil wir haben nicht wirklich die Antworten. Und um das Thema der Geschichte mal halbwegs abzuschließen, wir werden wahrscheinlich noch mehr dazu sagen. Mhm. Für Kinder ist diese Serie ja gemacht und für Kinder, glaube ich, ist das schon cool, dann auch einfach ein paar Folgen so, oh cool, die kämpfen alle, zu sehen. Von dem Aspekt aus, ja, doch, ist das nett, aber von dem Aspekt aus, ich, der das geguckt hat, und er einfach nach zwei Folgen keinen Bock mehr hatte, weil das so nervig war. Es tut mir leid, aber nee, ich fand es nicht gut. Ich fand es echt nicht gut und ich hatte so hohe Hoffnungen für die Staffel 3. Ja, wie gesagt, also ich bin da jetzt ein bisschen das Gegengewicht. Ich sag, mir hat die Staffel trotzdem auch Spaß gemacht, trotz der offensichtlichen Probleme. Vor allem eben jetzt nicht wegen der Kämpfe selbst, sondern einfach wegen ein paar der Charaktermomente, die... Mir hat die Staffel auch Spaß gemacht. Also das, was... Nicht, also die vier Folgen, die nicht, warte, nein, Satz sprechen, das, was jetzt nicht der repetitive Blödsinn war, und das trifft halt so auf drei Folgen zu der Staffel, das hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Das möchte ich ja gar nicht sagen, auch natürlich Plotholes, ja, sehr schnell abgehandeltes Ende. Das hat auch Spaß gemacht, aber das Problem an dieser Staffel sind ja diese vier, fünf Folgen, die halt repetitiver Unsinn waren. Und das Problem ist, es sind nur 7 Folgen, also sind diese 4 Folgen der Großteil der Staffel. Also der Großteil der Staffel hat man mit dieser Schlacht in der Öde. Und ja, das Pacing war einfach echt grauenhaft. Das Pacing war echt gut durchdacht in der Hinsicht. Und das finde ich sehr schade, weil die Serie hat echt starkes Momentum gehabt nach der zweiten Staffel. Und dieses Momentum ist dann einfach irgendwie komplett auf die Schnauze gefallen mit der dritten Staffel, mit diesen ewig ständig gleichen Situationen, dem ständigen Hin und Her. Und einem Ende, das dann letztendlich leider alles in allem sehr underwhelming war, auch wenn das Ende an sich, also der ganze Plotpunkt um das Ende herum, dass Sonic sich im Grunde opfern muss und das natürlich dann macht und dann von den anderen Charakteren gerettet werden muss, das an sich finde ich eigentlich echt cool, ist mal einfach eine andere Situation, dass Sonic diesmal derjenige ist, der einfach Rettung braucht und nicht derjenige ist, der die Welt dann rettet. Und auch diese letzte Showdown gegen Dr. Eggman fand ich einfach cool, wo man dann sieht, hey, Sonic hat aus der ganzen Sache eigentlich doch was gelernt und schätzt jetzt sein Team und macht Eggman zusammen mit seinem Team fertig. Das waren alles so kleine Details, die mir zugesagt haben. Aber im Großen und Ganzen war halt dann alles wieder, wie gesagt, zu schnell abgehandelt, zu repetitiv. Ja. Es hätte einfach so um einiges besser sein können. Ja, und das lässt mich halt sehr enttäuscht zurück, irgendwie, die Story. Weil wirklich, nach Staffel 2 war ich so, ja, Staffel 2 war doch super gut. Macht bitte weiter so. Und ja, dann kam das. Aber ja. Story ist ja nicht das Einzige. Und ich möchte ihm aber deiner Liste noch hinzufügen. Sie haben halt es geschafft, einen vernünftigen Shadow zu schreiben. Das schaffen wenige. Das schaffen sehr wenige. Ja, Shadow war der richtig große Lichtblick in dieser Serie. Und ich glaube, also, in Staffel 2 hatte ich noch gesagt, dass mir Shadow übel auf die Eier geht, weil, weil in Staffel 2 war er halt kacke. So, da war er einfach die ganze Zeit nur von Sonic angepisst. Und das hat mich halt genervt. Verständlich. Aber er war auch in Staffel 2 für mich schon relativ gut geschrieben. Und dass er auf Sonic angepisst war, das ist ja noch der erste Folge. Ja. Ja, aber ich glaube, ich meine, ich hatte es damals, glaube ich, noch kritisiert, aber jetzt in Staffel 3, Shadow ist der Charakter, der meiner Meinung nach am besten geschrieben ist. Ja. Yep. Und das ist ein großes Lob, also, weil generell ist das Writing ja auch recht kompetent gewesen in der Serie. Und da Shadow als Highlight zu nennen, das freut mich sehr, weil Shadow ist meistens nicht so das Highlight. Just IDW, yep. Und eine kleine Szene, die ich halt... Es war dann so, witzig, der Dumme kann doch was. Nein, aber Mengis? Menji. Menji, genau. Wie der dann
plötzlich da einfach wild Knöpfe drückt und dann so, er hat gerade die Kapazität um 30% hochgeschraubt. Ja. So, also es war zu erwarten, dass diese Tails-Version auch noch irgendwann schlau wird, aber wie sie es gemacht haben, wie sie es gezeigt haben, das fand ich schon sehr cool. Ja, hat mir sehr gefallen. Das war ein sehr unterhaltsamer Moment. Auch allgemein, es hat einfach ein paar echt unterhaltsame Momente gegeben, auch in dieser dritten Staffel mit ihrem relativ schlechten Pacing. Zum Beispiel eine Sache, die mir auch sehr irgendwie gefallen hat, war einfach, wo Big sich irgendwie opfert und einfach Get Down, Mr. President, ich glaube mit Sonic macht oder mit irgendwen und dann einfach zurückgeschossen wird von irgendeinem Roboter und dann irgendwie, also die Piratenversion von Big gewesen. Und dann irgendwie einfach Amnesie hat und sehr hochgestochen plötzlich daherredet. Das war irgendwie unterhaltsam. Und dieser Smackdown, den Renegade Nux Nein verpasst hat in einer Szene, wo er aus dem Hinterhalt einfach auf Nein zuspringt und ihm richtig heftig in die Fresse haut, das hat sich irgendwie echt gut angefühlt. Das war ein kleiner Moment, aber das war ein sehr unterhaltsamer Moment. Ja, und wie gesagt, generell das Zusammenspiel diverser Iterationen der Charaktere, also sei es jetzt die drei Amys gemeinsam, das hat Spaß gemacht. Mangy und Sails zusammen hat auch Spaß gemacht und übrigens Sails einfach dieser Name. Sails ist so gut, ja. Und tatsächlich mochte ich auch das Council ein bisschen mehr. Ja? Nur, Dr. Babel, glaube ich, ist das Baby. Ja. Dr. Babel ist mir halt echt auf die Nerven gegangen. Weiß ich nicht. Ja. Das war nichts Neues, ja. Also, ja, haha, das Baby kann nicht sprechen. Habe ich dann auch nach 16 Folgen mal verstanden. Das Ding war, der einzige Gag von Das Baby kann nicht sprechen, der mich unterhalten hat, ist die Tatsache, dass jedes Mitglied vom Council ihn trotzdem verstanden hat. Das war irgendwie witzig. Ja, aber das ist halt, dann bringe ich jetzt wieder Avengers ins Spiel. Das ist halt einfach Groot. Ja, stimmt allerdings. Ja. Also, so leid es mir tut, ich weiß, das ist ein bisschen teilweise in den Haaren herbeigezogen, aber das ist halt einfach Groot, okay? Aber nee, Council hat mir hier auch sehr, 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 sehr gefallen. Ja. Besonders Mr. Dr. Eggman und Dr. Deep und Dr. Don't. Also die drei, die sind irgendwie immer Highlight gewesen. Und Dr. Don't hat auch endlich mal ein bisschen mehr Screentime bekommen hier. Ja. Die meiste Zeit war er im Hintergrund und hat einfach nur sein Videospiel gespielt. Aber diesmal war er ein bisschen aktiver, ja. Also das war schon schön. Ja, und die Szene, wo im Grunde der Council in der letzten Folge dann natürlich versucht, nachdem Sonic sich geopfert hat, den Paradox Prisma zu stehlen, nun wo sie eine Chance dabei haben, und dann allerdings nicht dazu kommen, weil es genau der Moment ist, wo sie sich dann gegenseitig zerstreiten. Mhm. Und ich mag auch den Moment, wo irgendwie Shadow schon eingreifen will und die Charaktere halten ihn zurück von wegen, hey, nee, warte mal kurz, wollen wir uns jetzt ansehen? Und dann bekämpfen sie sich einfach gegenseitig. Da war auch recht unterhaltsam und sehr passend am Ende, weil man hat gesehen, irgendwann passiert es, dass die sich alle gegenseitig in den Rücken stechen werden, weil Eggman ist an sich einfach extrem arrogant. Er ist nicht wirklich ein Teamplayer und ja. Und jetzt kommen wir dann aber wirklich mal zum Rest der Serie, also zum Rest der Staffel. Und da würde ich tatsächlich mit dem Visuellen anfangen. Ja, okay, das kann ich dann im Visuellen abhandeln, weil ich habe noch eine wichtige Frage dann an dich, wie du eine ganz bestimmte Szene auch gefunden hast. Aber das hängt so ein bisschen mit dem Visuellen zusammen. Ja, das macht mir dann also, leichter noch. Visuell muss ich halt sagen, dadurch, dass der Hauptteil der Serie im Grimm mit diesem Dome auch drumherum stattfand, es war schon echt nicht schön. Bisschen. Also es war sehr langweilig, so gerade wo ich mich drauf gefreut hatte, dass halt überall dann diese Löcher im Himmel sind, dass das halt cool gestaltet ist, das hat man ja nicht gesehen, weil die ganze Zeit dieser Dome da drumrum war. Genau, ja. Also ich habe das Gefühl, da wollten sie auch ein bisschen Geld sparen mit. Mhm. Das ist jetzt nur Spekulation und eine sehr infame Unterstellung, ich weiß, aber es wirkte auf mich so, als hätten sie da geguckt, dass die dritte Staffel kosteneffizient über die Bühne zu bringen. So, man hat sich nicht groß in Shadow Spaces bewegt, sondern war halt nur im Grimm. Und selbst der Grimm, den haben sie dann ja noch runterskaliert und visuell einfacher gehalten. Ja. Ja, das war ein bisschen, da stimme ich dir zu, dass es visuell ziemlich unaufregend war. Vor allem, weil man dann wirklich die Alternativen gehabt hätte, von wegen New York zum Beispiel hat echt verdammt cool ausgesehen, durchgehend durch die Serie. Und auch die anderen Shadow Spaces waren einiges aufregender als Einöde mit ein paar violetten Kristallen jetzt im Hintergrund, also so eine violette Kristallfestung. Es war visuell ein bisschen weniger aufregend. Ja, und dazu kommt halt auch, ich weiß nicht, wie es dir geht,
Aber ich hatte mir eigentlich vorgestellt, dass nicht nur der Hauptcast gegen Nine kämpft, sondern dass vielleicht auch, I don't know, andere Leute aus den Shadow Spaces mitkämpfen, weil... Ich meine, Warrior, wir haben die zwei NPCs gehabt, die da nicht... Ja, wow. Wow, David, wow. Das muss reichen. Nee, also auch da habe ich das Gefühl, haben sie ein bisschen eingespart. Mhm. Ich meine, trotz allem, wie gesagt, also jetzt Hintergrund, die Hintergründe des alles, wie die Einöde selbst aussieht, jada jada, klar, das ist ein bisschen eintönig gewesen, ein bisschen simpel. Bisschen. Ein bisschen stark, ja. Aber was jetzt die Animationsqualität selbst angeht und die Schlacht selbst auch. Aber da habe ich nicht so viel zu bemängeln. Also Animationsqualität, ja, die war sehr gut. Sehr verdammt gut. Vor allem, wenn es dann in Richtung Zweikämpfe gegangen ist, auch zum Beispiel die Zweikämpfe zwischen Nine und Sonic, wo Sonic dann im Grunde diese neue Fähigkeit mit seinen Schuhen bekommen hat, wo er dann in der Luft laufen kann und diese Schutzschilde im Grunde beschwören kann. Das war wirklich cool. Eine Sache möchte ich kritisieren, und das ist, mir wurde zu oft mit Zeitlupeneffekten gearbeitet. Oh, ja. Also ich glaube, das Problem hatten auch schon vorherige Staffeln, aber hier ist es mir irgendwie, glaube ich, nochmal mehr aufgefallen. Und das war einfach irgendwie so ein bisschen, ich finde, das ist filmtechnisch heutzutage einfach nicht mehr als ein Cheap Trick. So, das huckt mich nicht, ich finde es eher nervig, als dass es irgendwas bei mir tut. Ja. Das finde ich schade. Wie gesagt, in dem einen Moment, wo Nine von Renegade Nux auf die Fresse bekommen hat, da fand ich es extrem humorvoll. Aber ja, ansonsten hat es eher nur ein bisschen abgelenkt, ja. Aber du wolltest mich noch etwas fragen. Ja, genau. Also wie gesagt, Animationsqualität habe ich wirklich durchgehend ziemlich gut gefunden. Also kann ich absolut nicht meckern. Auch die Kampfchoreografie allgemein war wirklich verdammt gut gelungen durchgehend. Da sind wir, das habe ich schon auf dem Discord geschrieben, wir sind einen extrem weiten Weg von diesen sehr platten Sonic Boom-Kämpfen gekommen zu Sonic Prime, wo die Kämpfe wirklich extrem cool teilweise choreografiert und animiert sind. Aber teilweise muss ich sagen, war das zu, wie sagt man das? Das war zu schnell, zu hastig animiert teilweise. Oh. Also ich weiß nicht, was für die Sonic-Serie, schätze ich mal. Ja, aber weiß ich nicht, so einige Moves fand ich dann doch, war ich so, das war jetzt zu schnell. Das passte nicht zum Rest, das war zu schnell im Vergleich zum Rest. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, das sagt sich sehr komisch. Okay, ja, das sind einfach so, man blinzelt kurz und hat schon die Animation verpasst, Animation wahrscheinlich, ja. Ja, und dadurch wirkt es halt so uncanny, ist es das? Mhm. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, was genau mein Problem ist, das ist blöd in Worte zu fassen. Ja, ich glaube, ich weiß ungefähr, was du meinst, ja. Aber ja, meine Frage. Ich glaube, das war am Anfang von Folge 3 oder 4, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, diese Sonic Advance Animation. Oh, stimmt, über die wollte ich ja tatsächlich auch noch... Ja, was hast du von der gehalten? Weil für mich selbst, um da einfach ein bisschen vorzugreifen, boah, war die schlecht animiert. Also, den Grundgedanken fand ich tatsächlich sehr cool. Also das mochte ich sehr. Dass es Sonic Advance 3 war, fand ich auch unheimlich passend. Weil das halt auch nur mal das Spiel ist, wo Sonic und Tails halt wirklich, wo man halt wirklich beide gespielt hat. Ja. Also beide parallel. Und das war schon sehr, sehr cool. Natürlich, das Aussehen war... ja. Das war also nicht ideal animiert, vor allem. Weil, wie gesagt, ich selbst appreciate jede Sonic Advance-Anspielung. Ich finde es großartig, dass wir jetzt einfach in Sonic Prime wirklich so eine eindeutige Sonic Advance-Anspielung drin haben, wo sogar Gemmerl über Umwege vorkommt, weil der Mac, den Eggman im Grunde verwendet hat, ist eben der Boss von der Sunset Hillstone. Und da war ja auch Gemmerl mit involviert in diesem Roboter. Also das an sich wirklich cool. Props, finde ich. Aber jetzt müssen wir nochmal zur Story zurückgrätschen. Was hat denn das für Story-Implikationen? Weil das ist ja offensichtlich eine Erinnerung von Sonic. Ja, es hat einfach null Kontext. Und das war das, was ich auch sehr weird gefunden habe an dieser Animation. Weil im Grunde erinnert sich Sonic, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, der Sinn von dieser Animation, und das passiert direkt am Anfang von einer Folge. Also man wird von 0 auf 100 in diese Sonic Advance Animation reingeworfen. Ja, und Sinn und Zweck des Ganzen war halt, Sonic kämpft ja gegen Nine. Und erinnert sich halt aber, dass er und Tails ja eigentlich beste Freunde sind. Und dann halt Sonic Advance, mit Sonic Advance 3 zur Hilfe genommen. Ja, aber das heißt doch,
Sonic Prime ist im Spielkanon. Und, ja, das haben wir schon gewusst. Das ist schon vor Ort bestätigt worden. Also das, nee, das geht nicht. Nein. Sie haben gesagt, Sonic Prime ist im Spielkanon, also es passiert irgendwann zwischen den Spielen. Und kurz nachdem die dritte Staffel aufgetaucht worden ist, hat Ian Flynn dann auch nochmal auf Twitter X eben im Grunde nochmal seinen Input gegeben und gesagt, eigentlich ist es jetzt egal, wo genau Sonic Prime landet, weil es löscht sich im Grunde eh wieder selbst aus mit dem ganzen Plot. Aber er wird irgendwann noch Sonic Advance 3 ansetzen. Ja, Überraschung. Ja, Überraschung. Also, du kannst es halt nicht davor ansetzen, ne? Das Ding ist, auch das ist irgendwie nicht ganz ideal, weil da haben auch sehr viele auf Twitter darauf hingewiesen, es kann eigentlich nur noch Sonic Colors kommen, weil wir haben Orbit und Cubert in der Serie. Ja. Und dementsprechend, außer Orbit und Cubert, haben immer schon mit irgendwie die Glocken. Na gut, es kann schon, es kann auch vor Sonic Colors kommen. Oder eben unmittelbar vor Sonic Colors, aber nicht vor Sonic Unleashed, will ich jetzt mal behaupten. Nee, Orbit ist ja, der Prototyp Orbit, der war ja in Unleashed. Genau, ja. Also dementsprechend und einfach diese ganze Kanon-Diskussion ist ja eine, die für Sonic Prime auch sehr stark geführt wird. Verständlich, weil ja, auf der einen Seite. Ich hasse diese Diskussion halt schon, muss ich ganz ehrlich gestehen. Allerdings, wenn mir das Ding irgendwie das auf dem Servierteller präsentiert, wo es halt spielen möchte und das ergibt aber einfach gar keinen Sinn, dann hinterfrage ich das schon. Ja, ja. Nicht nur du, keine Sorge. Und ja, das ist halt das Ding. Also die Verantwortlichen sagen, Sonic Prime ist Kanon, aber dann hat man unter anderem auch, und das ist auch, was viele kritisieren, einfach ein Sonic, der sich persönlichkeitsmäßig nicht allzu stark wie Modern Sonic anfühlt, sondern eher mit der Persönlichkeit in Richtung Movie Sonic geht, so ein bisschen. Und dementsprechend sagen dann halt viele Fans, das macht irgendwie keinen Sinn, dass es Kanon ist. Und das kann ich so ein bisschen verstehen und nachvollziehen, ja. Ja, also für mich ergibt es auch keinen Sinn, dass das im Kanon spielt, weil da müssten wir irgendwas in Richtung Shadow Spaces auch noch in Spielform bekommen. Und das glaube ich ja nicht, dass es passiert, weil sie existieren jetzt ja offensichtlich. Ja, es muss nicht zwingend sein, wie gesagt, weil wir kriegen ja auch die ganzen IDW-Elemente jetzt nicht wirklich in den Spielen oder die ganzen IDW-Charaktere. Noch nicht, ja, wer weiß. Frontiers existiert. Aha. Und ich glaube, das war ein Teaser. Ja. Yep. Aber IDW ist jetzt trotzdem mit all seinen Plotlines so ein bisschen Kanon, was die Spiele angeht. Und das Gleiche kann man halt auch für Sonic Prime irgendwie behaupten. Es ist halt irgendwann mit dieser Spiele passiert, als einziges einzelnes Event, aber die weiteren Spiele greifen das dann halt nicht mehr auf und müssen sie auch nicht. Ja, aber weiß ich nicht, nee. Mhm. Aber um zur Animation zurückzukommen, die sah schon scheiße aus, ne? Also, ja. Ich will nicht direkt Scheiße sagen, weil sie hatte schon ihren Charme, aber ich habe auch so Mitte 2000er Newgrounds Animationen erinnert. Ich habe leider ein bisschen auf Social Media auch gelesen zu dieser Animation und scheinbar hat diese Animation 6 Monate gedauert. Was interessant ist, weil ich habe auf Twitter eben gesehen, wie Leute da einfach innerhalb von einem Tag eine ähnliche Animation einfach rausgehauen haben, wo sie das dann einfach von 0 auf 100 nochmal selbst gemacht haben. Und das war einfach so viel besser. Und ja, also, nun, was soll ich sagen? Ja. Das war halt so, dass, wenn die an dem 6 Monate gearbeitet haben, tut mir leid, aber nein. Ja. Yeah. Das war einfach ein bisschen weird animiert. Also, die Animationen waren absolut nicht flüssig. Das hat sich alles sehr hakelig angefühlt. Es hat sich echt angefühlt, als wären da teilweise einfach nur so ein paar Sprites hin und her geschoben worden. I don't know. Das ist halt einfach nicht ganz ideal. Und ich sehe gerade übrigens, weil ich von Soa City, Sonic of Hedgehog, glaube ich, heißt die Seite. Mhm. Und die haben noch ein paar andere Sachen wegen Prime und Kanon und was auch immer, wo 2 Sachen dabei sind, wo ich schon bin so, oh. Erstmal, Sonic, für Sonic ist das Konzept einer Roboterversion von ihm neu. Ja, yeah, was auch nicht sein kann bei Metal Sonic natürlich. Ja, Metal Sonic, Mecha Sonic und ja. Also, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Mhm. Und es ist eigentlich sehr bezeichnend für mich und für die Sonic-Reihe, dass ich darüber nicht nachgedacht habe. Knuckles lebt in Green Hill, statt den Master Emerald zu bewachen. Ja. Yeah. Das, okay, ja, yeah, kann man also auch eventuell bemängeln, aber man kann es auch irgendwie
Ist jemals bestätigt worden, dass Knuckles in Green Hill wirklich lebt und nicht einfach nur wieder mal zu Besuch war? Weiß ich nicht, aber du hast es doch im Rahmen der Serie auch sicherlich nicht hinterfragt, oder? Nö, nicht recht. Das ist dann aber doch schon, genau darauf wollte ich ja hinaus, das ist halt sehr bezeichnend für Knuckles als Charakter, dass man überhaupt nicht hinterfragt, was er mit dem Master Emerald gerade macht. Ja. Yeah. Ja, das wollte ich halt nochmal kurz einwerfen. Ja. Weil ich das gerade gelesen habe und sehr lustig fand. Weil ich gerade noch diese, die Animation hat 6 Monate gedauert, Dings, du weißt schon. Ja, aber ja, die Animation war, wie gesagt, ein bisschen weird, ein bisschen nicht ideal animiert. Aber es war nur ein kleines 1-Minuten-Ding, nicht einmal irgendwie am Anfang von einer Folge. Ist jetzt auch nicht der allergrößte Kritikpunkt, aber I don't know, es war ein bisschen weird und seltsam kontextlos in dem Moment, wo es aufgetaucht ist. Mhm. Ja, also. Moment, haben wir noch? Ich schick dir noch mal eine alternative Version von dieser Szene. Ja, ich habe sie wahrscheinlich gerade nebenbei geguckt. Von Ed Noveni. Nö, ich meine sogar eine viel bessere Version. Moment. Ja, ich auch. Nö, du merkst, wenn du sie eine Sekunde lang anschaust. Oh, wow. Das ist die tatsächlich beste Version von dieser Szene. Oh mein Gott. Können wir vielleicht auch nochmal verlinken, ja. Oh, das ist wundervoll. Das ist einfach wundervoll. Twitter-User Return of the Mari, wo diese ganze Szene einfach mit so PNGs nachgespielt wird, mit so PNG-Bildern und Cartoon-Soundeffekten. Und das ist herrlich. Ich merke aber auch, dass ich schon wieder zu viel Zeit auf X verbracht habe für diese Woche. Und ich war jetzt ein paar Sekunden da. Ja, ja. Nummer 1 in den Trends ist gerade Hashtag Schrumpfpimmel. Bitte was? Okay. das reicht mir. Das reicht mir. Ja, ich gehe schon. Ich gehe einfach wieder. Nichts mehr weg. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt nun. So. Ja, aber das soweit zum Visuellen. Zum Sound kann ich nichts sagen. Also hat mich nicht gestört. Ja, aber ich könnte dir auch nichts Hervorstechendes nennen, was ich jetzt zum Sound sagen kann. Ja. Das ist einfach wirklich. Ja, war halt fein. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es war nicht schlecht. Ich glaube, einiges war halt auch wieder so das typische orchestrale Hintergrundzeugs, was da im Hintergrund ein bisschen rumdümpelt. Aber ja, mir ist auch nicht wirklich irgendwas im Ohr hängen geblieben. Aber auch nichts, was jetzt irgendwie schlecht oder unpassend war. Nee, also das ist halt einfach völlig, völlig wertfrei. Der Sound ist halt, ja. Ja. Der Sound ist. Ist vorhanden. Ist vorhanden. Das ist der Sound of all time. Synchronsprecher, though, wenn wir schon bei Grunde Sound sind. Kann also, ich nicht viel mehr zu sagen als Staffel 2, weil die Leistung tipptopp. Ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Wirklich verdammt gut. Also, wie gesagt, nochmal Kontext, wir reden von der englischen Version beide. Ja, Deutsche kommt dann nächste Woche nochmal ein bisschen. Ja, da reden wir später nochmal drüber. Aber ja, englische Version durchgeht wirklich verdammt gut. Also alle Sprecher haben gepasst zu ihren jeweiligen Rollen, alle Sprecher haben sich wirklich gute Mühe gegeben. Kann man echt nicht meckern. Ja. Punkt. Das war wieder so die awkward silence gerade. Vor allem eben, ich glaube auch ziemlich sicher, dass der Shadow-Sprecher aus Sonic Prime mein Lieblings-Shadow-Sprecher in der ganzen Franchise ist. Der ist gut, ja. Der ist verdammt gut, weil er es einfach schafft, irgendwie Shadows Grimmiges und Shadows, keine Ahnung, doch stellenweise Emotionales so relativ gut rüberzubringen. Er schafft einen perfekten Mix aus David Humphrey und Jason Griffith, habe ich das Gefühl, und das klingt einfach gut. Ja, und weiß ich nicht, unterm Strich, glaube ich, können wir jetzt zum Fazit kommen. Ja, würde ich auch sagen, ich glaube. Also Sonic Prime Staffel 3 war, ich bin kein Fan. Ich bin echt kein Fan. Ja, es war, also so weit will ich nicht gehen. Es hatte ja seine Momente, aber wenn ich an Staffel 3 denke, denke ich halt nicht an die coolen Momente, sondern dann denke ich an die 4 Folgen Einöde aus sich wiederholendem Plot, dass Nein sich irgendwelche Tricks aus dem Arsch zieht, dann irgendwie, oh nein, wir verlieren. Aber, haha, Teamwork. Oh, wir gewinnen wieder. Nein, zieht sich wieder ein Dings aus dem Arsch. Und, ach, nee. Yeah. Also, das ist halt das, was hängen bleibt bei mir. Und das finde ich so schade, weil die guten Momente waren gut, wenn auch teilweise zu sehr gerusht. Aber alles andere, nee. Ja, das ist auch das, was am ehesten von der Staffel hängen bleiben wird, denke ich einfach, wie repetitiv diese Staffel letztendlich ist. Und das ist dann auch das, was diese Staffel bei Rewatches relativ anstrengend machen wird, habe ich das Gefühl.
Ja. Weil, keine Ahnung, hin und wieder kann es sein, dass ich nochmal Bock auf Sonic Prime bekomme und dann einfach die Serie nochmal schaue. Ja, und dann skippt man halt diese Folgen einfach. Ja, dann also kannst du halt drei Folgen kannst du wirklich rauscutten. Und es würde nicht sehr auffallen. Ja, das ist einfach das Ding. Es passiert einfach kaum was an Konsequenz in diesen Folgen, weil einfach ständig die gleiche Situation nur nochmal aufgewärmt und leicht aufgefrischt nochmal präsentiert wird. Kann man rausschneiden. Es würde absolut keinen Unterschied machen. Und ich war halt so, bevor ich das gesehen habe, habe ich auf dem Discord ja schon gesehen, von wegen, ja, so, das ist das, was ich mir denke, was soll das, hat Weil geschrieben und danach als Spoiler. Und was mich am meisten fragt, ist von David, der Anime-Junkie, und danach halt Spoiler. Und ich dachte mir so, okay, das klingt jetzt alles irgendwie nicht so positiv. Die Staffel kann doch aber nicht so kacke sein. Und dann gucke ich die und bin dann so, doch, die ist so kacke. Also, wie gesagt, nicht alles, aber das, was kleben bleibt, das ist halt wirklich mies. Ja, das ist einfach schade, dass sie die Landung nicht wirklich ganz so gut hingekriegt haben, wie es dem Aufbau eigentlich gerecht gewesen wäre von den letzten zwei Staffeln. Weil, wie gesagt, die Schlachtszene an sich hätte ja wirklich Hype sein können. Das wäre wirklich ein cooler Finalmoment sein. Das wäre wirklich ein cooler Finalmoment gewesen, wo man das über vielleicht ein, höchstens zwei Folgen einfach nochmal so einen coolen Kampf zwischen all den Freunden und eben dem Chaos Council gegen die ganzen Robotertruppen von Nine einfach zeigt. Mhm. Und das hätte funktionieren können, aber sie haben es einfach so hart lang gezogen und nichts hat irgendwie eine Konsequenz gehabt, weil die Situation eh irgendwie jede Folge nochmal gefühlt rebootet worden ist, in den vier Folgen, die es im Grunde um diesen Kampf gegangen ist. Und nö, das war einfach echt schlechtes Pacing. Keine Ahnung, wie das durchgegangen ist. Ja, und die Konklusion von der Serie, die ist halt auch so, warum mussten sie da jetzt ein offenes Ende noch reinbauen? Also, offenes Ende an sich ist ja okay, aber die haben das ja abgeschlossen wie die anderen Staffeln mit einem Cliffhanger. So, was soll denn das? Yeah. So beendet man keine Serie. Haltet es gerne offen, aber macht nicht noch so einen Teaser, dass da, keine Ahnung, das Chaos Council wahrscheinlich angreift, so, das ist meine Theorie, und dann einfach Cut, Ende. So, nee, macht es doch einfach nicht. Ja, ich schätze mal, sie wollten sich einfach im Fenster offen halten für den Fall, dass wir jetzt noch Staffel 4 kriegen, muss man doch nicht so machen. Aber ja, das hätte man irgendwie, man hätte es runder abschließen können. Man hätte ja wirklich so einen Teaser zeigen können, nicht von wegen Sonic und Co. werden jetzt am Strand angegriffen, sondern ein Teaser der Marke, oh, da wird jetzt noch eine Szene gezeigt mit einem Bösewichten im Hintergrund, der vielleicht nur eine Silhouette ist und der plant irgendwas. Oh, nö, fertig. Hätte auch schon ein bisschen gereicht. Oder sie hätten einfach zeigen können, hey, Eggman greift die Freunde an und dann so, jeden Tag dasselbe, haha. Ja. Das ist auch ein offenes Ende, aber keins, was dich so richtig unsatisfied zurücklässt. Ja. So, also das hier ist jetzt, wir werden niemals eine Konklusion davon bekommen, wahrscheinlich. Und ach David, mach dir nichts vor. Ganz ehrlich, mach dir keine Hoffnung. Ich mache mir jetzt nicht direkt Hoffnungen in irgendeiner Form, weil von mir aus, wenn es bei Sonic Prime jetzt bei diesen drei Staffeln bleibt, wäre es okay für mich. Ich brauche nicht zwingend eine Fortsetzung. Aber I don't know, vielleicht war Sonic Prime für alle Verantwortlichen erfolgreich genug, dass sie da nochmal was nachsetzen wollen. Weiß man nicht, kann aber sein. Ich würde es nicht für ausgeschlossen halten. Also auf jeden Fall, dass das Ende, tut mir leid, nee, das nehme ich den krumm. Dass sie es so enden lassen, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, der Cliffhanger an sich ist nicht mal mein größtes Problem, sondern einfach die Tatsache, dass das Ende einfach keine Luft zum Atmen bekommen hat. Mhm. Das ganze Abenteuer ist einfach so schnell einen Schlussstrich gezogen worden, ohne dass den Charakteren jetzt irgendwie die Gelegenheit nochmal gegeben wurde, auf das, was da alles eigentlich passiert ist, nochmal zu reagieren. Das stimmt, voran, ja. Was jetzt Sonics Freunde angeht. Und das finde ich einfach schade dran. Man hätte nicht mal allzu viel Zeit dafür gebraucht, wenn man da einfach nochmal 5 Minuten irgendwie dazu gehört hätte, von wegen Sonic erzählt diese Geschichte und die Freunde reagieren so ein bisschen drauf. Das hätte mir persönlich schon gereicht für einen um einiges runderen Aufschluss. Ja, und was auch immer Shadow getan hat mit dem Emerald. So, der ist jetzt irgendwo. Weiß der Geier, wo. Shadow hat einfach wegteleportiert. Wahrscheinlich in die Sonne rein, genau wie es damals mit dem Zombot-Virus passiert ist. Ja, und weiß ich nicht. Ist schade. Das ist, glaube ich, Staffel 3 würde ich mit dem Wort schade zusammenfassen. Ja, echt toller Aufbau, der da am Ende leider ein bisschen in sich zusammengefallen ist. Ja. Oh, und eine Sache, die mir jetzt noch nebenbei während der Diskussion aufgefallen ist, wir haben keine Superform für Sonic gekriegt.
im Finale, was ja am Ende der zweiten Staffel so ein bisschen geteased worden ist mit seiner temporären neuen Superform. Gut, das hat mich jetzt aber nicht gestört. Also hättest du es jetzt nicht erwähnt, wäre es mir nicht aufgefallen. Eben, ja, das Ding ist auch, mir ist das jetzt irgendwie nur so nebenbei spontan ein bisschen aufgefallen. Und ich glaube, gestern habe ich mit jemandem noch drüber geredet. Und dementsprechend, ja, yeah, das ist jetzt einfach ein Ding. Es wäre cool gewesen, wenn sie da einfach diesen Moment aus dem Ende der zweiten Staffel noch ein bisschen fortgeführt hätten, wo Sonic dann wirklich die vollkommene Form erhält, weil die Superform aus Staffel 2 war halt, er hat ein bisschen violett geleuchtet. Das wäre cool gewesen, wenn wir da vielleicht eine Fortsetzung gehabt hätten, aber letztendlich. Ja, wir haben in Staffel 2 sogar genau darüber gesprochen, dass das wahrscheinlich ein großes Finale wird. Eben, aber. Das ist dann irgendwie nicht passiert, aber ich habe es dann letztendlich auch nicht vermisst, weil ich die Situation der Marke, hey, Sonic muss diesmal zur Abwechslung gerettet werden, auch ziemlich interessant und kreativ fand. Mhm. Und dementsprechend, ja, wäre cool gewesen, wenn wir vielleicht noch so einen vollkommenen Prisma, Super Sonic, was auch immer gehabt hätten, aber hat jetzt auch nicht so stark rausgefehlt. Also es muss nicht immer am Ende von jedem Sonic-Ding eine Superform auftauchen. Ja, das stimmt. Ja, das war Sonic Prime Staffel 3. Nächste Woche reden wir dann über die Serie im Gesamtpaket, wo dann natürlich der Fasti auch hoffentlich dabei ist, wenn alles klappt. Genau, da wird er auch nochmal seine Gedanken zur dritten Staffel mit uns teilen. Und nächste Woche werde ich wahrscheinlich total fertig sein. Das schon mal als Vorwarnung. Ja, aber wir können uns ja beide zurücklehnen und den großteiligen Redeanteil fast überlassen. Ja. Das ist doch bequem. Nee, weil ich bin in Hamburg ja auf einer LGBT-Szene-Party und bin dann wahrscheinlich 6 Uhr nachts oder so in Hamburg wieder im Hotel. Ja. 6 Uhr morgens und werde dann um 12 in den Zug steigen, 3 Stunden hierher und dann direkt in den Podcast starten und dann werde ich so da so, oh, Hilfe. Und, also halt hauptsächlich wegen Schlafentzug, vielleicht auch wegen kühler Erfrischungsgetränke, das weiß ich noch nicht. Aber ja, nur, dass ihr das schon mal gehört habt, aber nächste Woche kann Fasti ja reden. Ja, genau, wir können es zurücklehnen und Fasti hat dann im Grunde den großen Redeanteil. Ich sehe jetzt halt auch eine riesige Newswelle einfach kommen. Ja, einfach so random. Oh, Sonic Prime Staffel 3 ist endlich draus. Jetzt können wir uns ein nächstes großes Spiel ankündigen. Oh Gott. Sonic Prime, the series, the game. Ja, das ist halt eine Vermutung, die ich habe, die vielleicht ist das die große Konklusion dann von Sonic Prime, dass wir halt einfach ein Spiel davon kriegen, lol. Who knows? Ich wäre nicht 100% abgeneigt, diese ganzen Shadow Spaces irgendwie in Videospielform zu erforschen, wäre auch interessant. So statt den einzelnen Sonic Frontiers Inseln hat man halt den jeweiligen Shadow Space, den man da im Grunde erforschen kann. Mhm. Das wäre eine nette Idee. Vielleicht ein paar mehr Shadow Spaces dann dazu, weil mit den 4, die wir bekommen haben, ein bisschen wenig. Aber wäre eine interessante Idee für ein Spiel, wäre ich nicht 100% abgeneigt. Und damit haben wir dann auch die heutige Folge abgeschlossen. Mhm. Ja, war jetzt doch ein bisschen länger als erwartet, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Wir haben mal wieder was richtig schön zerreißen können. Und so als kleiner Teaser, der David und ich, ich habe ihm eine Überlegung geäußert über etwas, was man im Podcast ja mal machen könnte. Und das Wie und das Wann ist noch nicht ganz raus. Aber ihr könnt euch darauf einstellen, dass David und ich in diesem Podcast bald etwas tun werden, was ernsthaft unsere Freundschaft beenden könnte. Oh nein, ja. Diesmal sogar wirklich ernsthaft. Ja, diesmal wirklich ernsthaft. also Ziel ist, dass wir uns mit den größten Sonic-Kontroversen befassen. Ja. Und da ein bisschen was vorbereiten, ein bisschen was ausarbeiten und beide jeweils hoffentlich auch eine Seite einnehmen. Und wenn nicht, dann muss man halt sich dazu zwingen, diese Seite einzunehmen. Oh nein, God of Podcast Civil War. Ja, God of Podcast Civil War, sehr gut. und ja, dann werden wir da argumentieren und eines der ersten wird Hydro City wahrscheinlich sein. Natürlich. Weil du hast ja immer wieder so einige Argumente vorgebracht und ich kann sie halt wahrscheinlich alle kontern mittlerweile. Ja, wahrscheinlich. Ich sehe mich da auf einer verlierenden Position, aber ich werde mir trotzdem Mühe geben. Nein, einfach, das soll ein bisschen spaßig sein. Also das sind nicht Kontroversen von irgendwelchen Menschen, die bei Sega gearbeitet haben oder sonst was, sondern es sind halt so spaßige Bandem-Themen, könnte man sagen, sowas in der Art. Ja, basically, wir befassen uns mit Hot-Takes, mit kontroversen Hot-Takes der Sonic-Reihe. Sonic 06 ist eigentlich gut. Nee, Sonic war niemals gut, natürlich. Oh, wer will die Sonic war niemals gut Position?
Okay, nee, schlechte Idee. Auch wobei, ich hätte da Argumente. Oh, okay. Da spielst du den Bösewicht. Damit kann ich leben. Na, das werden wir ausrandomisieren. Machen wir. Und das machen wir dann aber auch direkt in der Folge, also eine Woche vorher in der Folge, so können wir so randomisieren, wer dann dran ist. Stimmt, ja, das wäre auch witzig. Aber wir wissen noch nicht, wann wir das starten. Hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie zeitlich die Folgen getaktet sind dann. Dass wir News bekommen und dann genau. Sonic-Sachen. Aber keine Ahnung, die Idee kam mir unter der Dusche. Wow. So wie die meisten guten Ideen. Und ich schreibe das so David. Und David war so, ja, klar, kann man machen. Klingt witzig. Klingt witzig, ja. Und ja, ich sehe gerade, wie ich dir geschrieben habe. Also David, was meinst du? Und du so, oh. Ja. stimmt, das war gestern nach 0 Uhr. Ja, ich glaube, ja, das war im Stream. Stimmt. Ich hatte Zelda gestreamt und dir da gesagt, hey David, ich habe da eine Idee, ich schreibe sie dir nachher. Ich habe davor gerade Sonic Prime Staffel 3 fertig gesehen und bin dann mal kurz in den Stream reingesprungen, weil ich eben gesehen habe, dass du noch streamst. Ja, aber auf jeden Fall, wir werden es irgendwann mal durchziehen und ich finde das, ich habe da Lust drauf, ich finde das richtig lustig, die Idee. Ja, yeah. Dann können wir euch dann auch ein bisschen einfach mitdiskutieren lassen in den Kommentaren, welche Position ihr dann einnehmen würdet. Ja, und vielleicht auch einfach neue Blickpunkte eröffnen, die ihr so noch gar nicht gesehen habt. Zum Beispiel, ja, natürlich war Sonic schon mit Sonic 1 damals scheiße, weil Sonic ist darauf ausgelegt, schnell zu sein, wird aber alle 2 Meter von irgendwas ausgebremst. Aha, stimmt. Ja, ich habe auch dagegen dann schon wieder ein Gegenargument eigentlich. weil, ja, das ist halt darauf ausgelegt, dass du das Leveldesign lernst und dadurch schneller wirst. Aber ja, keine Ahnung, so eine richtig schönen Hot-Takes einfach mal von mehreren Seiten betrachten, das wird schön. Das könnte lustig werden. Und vor allem gewinnt am Ende wahrscheinlich einfach nur der am lautesten schreit und das bin ich. Ja. Weil du würdest mich, du unterbrichst mich halt einfach nicht, du bist viel zu nett dafür. Ja. Und ich schreie dann halt einfach die ganze Zeit rein, so da sehe ich mich voll. Oh boy. Aber gut, jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, oh mein Gott. Ah? Ich habe gerade einfach den X-Tab nebenher wieder aufgemacht und sehe dann von Gamescage, dem Hype-Guy, der halt eigentlich Sonic sehr, sehr hoch hypt, sehe ich nur einen Screenshot von Sonic Prime. Man, that was bad, LMAO. Oh no. Wenn sogar er irgendwie down ist, was die Staffel angeht, dann ja. Season 3 was mindless robot fights. My brain was numb and they did nothing cool except like 2 things. GG on that. Oh no. Wenn sie sogar ihn verloren haben, dann ja. Ja. Hinterlasst gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zu Sonic Prime Staffel 3. Wir werden auf Spotify für diese Folge auch wieder eine kleine Umfrage haben, wo ihr dann, ich glaube, da müsst ihr bei der Folge einfach auf Spotify kurz runterscrollen und dann müsstet ihr da irgendwo diese Umfrage auch sehen. Wie ihr Staffel 3 fandet, wahrscheinlich wird es irgendwas gut, mittel, schlecht, schätze ich. Und ja, da sind wir auf eure Eindrücke gespannt. Auf YouTube macht sich das natürlich. YouTube macht sich das natürlich am besten zu kommentieren. Aber auch auf Spotify könnt ihr natürlich eure Meinung reinschreiben. Ja. Und da, wenn ihr sowieso schon dabei seid, dann drückt doch gerne mal auf die 5 Sterne. So, das wäre schon cool. Oder lasst uns ein Like auf YouTube da, verfasst eine Apple Podcast-Bewertung, die haben wir schon lange nicht mehr bekommen. Und, liken, teilen, kommentieren, was das Zeug hält. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und der Fasti, der nächste Woche wieder dabei sein wird, hoffentlich, der würde sich auch darüber freuen. Eindeutig, ja. Ich spreche jetzt einfach mal für ihn. So, ich denke, Fasti, falls du das hörst, ich denke, das ist okay für dich. Ja, hoffentlich. Und ja, in diesem Sinne bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, außer, dass wir euch jetzt verabschieden werden mit unserem Outro-Song, gesungen von Sebolabs und gespielt von der Band Das Güldene Loch. Macht es nicht gut, macht es besser, passt ein bisschen auf euch auf und werdet nicht krank. Und ja, bis zur nächsten Woche dann. Auf Wiedersehen. Macht es gut, schöne Woche euch. Man hört sich. Kennt ihr den schnellsten Igel auf dieser Welt, der einfach allen hilft und danach macht, was ihm gefällt? Oh ja.
Sonic kann Spiele, Filme, Serien und noch mehr. Sich das alles zu merken, fällt mir schwer. Doch zum Glück hab ich Ruki und den Dev dabei. Die sind ein wahres Enzyklopädie, die zwei.